reicht, ich hab's reicht. Ah. An meiner rechten Seite der Homie Belas. Gegenüber Jens Lehrich, Baby. Danke für die Anleitung. Jetzt müsste ein Meter vorm Käfig. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Willkommen in der Hölle, Jens Lehrich, an meiner rechten Seite Belas. Willkommen beim Podcast. Ja, und es wird ein guter Tag. Also draußen ist richtig warm. Berlin zeigt sich ja von seiner besten Seite. Und hier ist richtig kühl. Das ist ja, muss ich sagen, also was für ein Luxus. Wenn du es warm haben willst, gehst du raus. Wenn du es kühl haben willst, sitzt du hier unten. Und es geht dir gut. Wir sind hier auch sehr gesegnet mit dem Klima auch. Klar, wir können es hier warm machen, dauert ein bisschen länger, aber es ist immer sehr cool, wie wir auch. Air-Condition. Eigentlich ist es hier heiß. B und ich sind so cool, du natürlich auch. Lass mich das Wetter beeinflussen. Ja, hast wieder die Frank-Zander-Stimme ausgepackt. Das sind Graham-Trades, ja, Mann. Aber das habe ich mir wirklich mal überlegt, wie geil wäre das? Man könnte tatsächlich über so eine App das Wetter beeinflussen. Also da würde ich dann auch die Pro-Version kaufen, wenn das möglich wäre. Die Chinesen haben die doch schon. Ja, wahrscheinlich. Ja? Mal kurz die Wolken wegspritzen und so. Na, wir haben jetzt erstmal das 9-Euro-Ticket, ne? Das 9-Euro-Ticket, ja. Haben wir ja schon vor der Kamera, also bevor wir angefangen haben zu drehen, darüber geredet. Du bist ja gerade in der fahrenden Love Parade quasi aufgewacht, ne? Ja, kann man so sagen. Ich hatte überlegt, so als ich das erlebt habe jetzt auf den Bahnhöfen, und es ist wirklich krass. Also ich muss sagen, das ist der Hammer, ja. Also das ist, in Hannover bin ich gelandet und dachte, hier ist ein Rockkonzert, so viele Menschen waren da, oder ein Fußballspiel, und man kam kaum vom Gleis runter. Unfassbar. Und da kam so die Idee, ob es nicht auch eine schöne Idee wäre, nicht das 9-Euro-Ticket, sondern man sagt, man macht so ein 90.000-Euro-Ticket, wo man mit der Flugbereitschaft jederzeit überall hinfliegen kann. Ja. Wäre auch eine Idee. Ich sage dir, Jens, die Leute, die sich das ausgedacht haben, da sind die Ärzte hier, die 5 Gramm in der Stunde verkaufen, bessere Geschäftsmänner, ja? Ja, also, aber na, es ist immer wieder, ich muss sagen, es kommt immer darauf an, finde ich, mit welcher Einstellung du es machst, und auch Bahnfahren kann im Moment gut sein, wenn du es mit so einem gewissen humorvollen Blickwinkel siehst, ja? Also wenn du dich da nicht so reinfräst und die ganze Zeit in dagegen und, ah, scheiße, Zug zu spät und alles voll und so, sondern wenn man einfach beobachtet, wenn man so ein achtsamen Beobachtungsmodus geht, dann macht das Leben wieder Spaß, auch auf den Gleisen der Deutschen Bahn. Hundertprozentig, ja, bin ich auch voll bei dir. Ich fahre auch ab und zu mal, obwohl ich auch wirklich einen sehr fetten Wagen mittlerweile unterm Arsch habe, ja, ein Maybach Lamborghini heißt das. Echt? Wow. Nein, eigentlich nicht. Aber das würde ja zum 90.000-Euro-Ticket passen. Das würde passen, ja. Aber ich lasse wirklich gerne ab und zu mal das Auto vor der Tür und fahre U-Bahn, weil erstens mal, man ist damit aufgewachsen, also meine ganze Schulzeit und Kindheit, und man weiß, wir waren jetzt nicht die Reichsten, also die Eltern hatten kein Auto, und das hat man sich ja so ein bisschen angewöhnt immer, ne? Und irgendwie alle Sachen, die du dir aus der Kindheit angewöhnst, die sind irgendwie Teil von deinem Komplex, kommt mir so vor. Genau. Und ich fühle mich dann wirklich dann auch wohl, wenn ich da mal einfach U-Bahn fahre, weil ich so am Puls der Zeit bin. Das ist so der Querschnitt der Gesellschaft, der trifft sich in der U-Bahn irgendwie. Ja, ich finde so, Entschuldigung. Dann sehe ich es von meinem Blickwinkel, ja, jeder kennt den blöden Spruch, ich fragte die Staatsanwältin, ob ich Auto fahren darf, Herr Udem, sind so froh, dass sie Fahrrad fahren dürfen, sage ich immer wieder, und für mich ist es ein riesen Kostenpunkt auch, 2 Kinder und ich bin den ganzen Tag unterwegs, werden immer Taxis, ja, oder mussten Fahrer holen, mir macht es richtig Spaß, ich sage genau wie Belas, Musik rein, ab Osloer Mundschutz rein, schöne Musik, Graffitis angucken, und ich mache das sehr, sehr gerne. Am Wochenende war die Friedrichstraßenparty von alten Sprühern. 3 Leute baten mir an, mich nach Hause zu fahren. Ich bin gerne im 187er auch noch, 187 Bus, ja, nach Hause gefahren. Dankeschön. Aber eins sage ich euch, BVG fahren ist cool. Ohne Musik im Kopf, Hörer, was die Leute quatschen, ist tödlich, wenn du es hörst. Ja, das kommt drauf an, aber auch da sind wir wieder bei dem Beobachtungsmodus. Es ist halt tatsächlich einfach so, ich bin ja damals Journalist geworden, weil ich mich für Menschen interessiert habe. Ich habe irgendwie schon vor 25 Jahren mal gedacht, ich würde eigentlich gerne mal ein Format machen, wo ich mit einer Kamera ganz normale Menschen, nicht die gleichen Pappnasen, die man immer sieht im Fernsehen, sondern einfach begleite, um zu gucken, wie ist so ein Tag. Also ich habe mir da auch es war fast so ein Spiel, im Zug gesessen und gedacht, der Herr da mir schräg gegenüber irgendwie, wo geht der jetzt wohl hin? In was für einer Beziehung lebt er? Was hat der für einen Beruf? Mit was für Menschen umgibt er sich? Was sind seine Hobbys? Was sind seine Interessen? Ich meine, die meisten Menschen, die wir auf unserem Weg treffen, treffen wir nur ganz flüchtig. Wie viele können wir wirklich richtig kennenlernen? Ja, und das war immer für mich so eine Motivation. Aber das klingt jetzt so, also natürlich reg ich mich auch auf, wenn es dann zu viel wird. Also es ist immer so ein schmaler Balancegrad, wo ich aber für mich festgestellt habe, ich entscheide eigentlich selbst darüber, ob ich einen guten Tag habe oder ob ich einen Scheißtag habe. Ja, ich kann mich in diese Abwärtsspirale reinbegeben, indem ich mich über alles aufrege, oder ich kann die Entscheidung treffen und sagen,
ich nehme das jetzt wirklich mit so einem Schmunzeln und guck einfach mal, was passiert. Aber das geht natürlich nicht 24/7. Die haben ja gewonnen, wenn man sich nur noch negativ beeinflussen lässt. Genau. Genau. Und was ich gerade noch bemerkt habe, nachgedacht habe, ist, du kommst ja aus einer Zeit, wo man total angewiesen war auf öffentliche, ja, 70er oder ja, so. Ja, 1970. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Also wenn man da halt schon das Mindset hatte, dann konnte man ja gar nichts irgendwie der Redaktion abgeben. Seit wann bist du unabhängiger Journalist? Also ich bin Journalist, ich habe das schon während meiner Schulzeit gemacht. Ich habe ein super hundsmiserables Abitur hingelegt, aus dem Grund, weil ich mich fürs Schreiben interessiert habe. Ich hatte das große Glück, dass ich bei einer Zeitung bei mir in der Heimat auf einen Chefredakteur traf, der damals irgendwie selber nicht so viel Bock aufs Arbeiten hatte und der mir als freier Mitarbeiter ganz viele Jobs vermittelt hat. Und ich bin vom Hühnerzüchterverein Schloss Holte-Stunkenbruck zur Feuerwehrversammlung nach Detmold gefahren und habe also mit großem Feuereifer da meinen Journalismus betrieben, meine Artikel geschrieben und bin dafür auch als Schüler schon recht gut bezahlt worden. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein toller Job. Journalist ist was fasziniert mich, das möchte ich unbedingt auch in Zukunft machen. Und ich nehme an, der war nicht Axel Springer, ne? Nein, das war nicht Axel Springer, das war etwas kleiner. Stimmt es, dass den mal 85 oder immer noch 85% von den Printmedien gehört? Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, da müssen wir hier müssen wir Belasch fragen. Auf gar keinen Fall bin ich da ein Experte. Okay. Nee, kann ich auch nicht sagen. Aber die sind schon groß, also mit Bertelsmann zusammen und so. Ne? Ja. Du kommst aus Saarbrücken, ne? Nee. Aus dem Saarland? Nein. Da, wo Jürgen von der Lippe herkommt? Nein, aus Bad Salzuflen komme ich. Aus Nordrhein-Westfalen. Und Jürgen von der Lippe kommt auch aus Bad Salzuflen. Ach so, und ich dachte, das ist Saarland. Nee, das ist Nordrhein-Westfalen. Ich habe mir nur Jürgen von der Lippe gemerkt. Nee. Weil das ist ja Herbert Drönemeyer, ich bin Matthias Kreis, ich kenne ja unseren Bruder draußen, Jürgen von der Sippe. Ja. Ja, nee, okay, Wahnsinn, weil ich denke mir auch so, ich glaube, das Mindset, das du jetzt hast, das hätte ja sich nicht entwickeln können, hättest du nicht frei recherchiert immer, ne? Naja, das ist so, also entstanden ist das, weil ich war schon immer jemand, der ein bisschen gegen den Strom unterwegs war. Ich war halt ein unglaublich schlechter Schüler und bei mir in meiner Jugend ging es drum, angepasst zu sein. Ja, also es war nicht so wichtig, wie es mir geht, sondern es war wichtig, was andere über mich denken. Und in diesem Rebellischen gegen die Schule und in dem etwas anders machen, in dem Fall als freier Journalist arbeiten, das war für mich eine Form von Rebellion. Klingt jetzt vielleicht etwas albern, in Bezug auf was Rebellion für andere ist. Aber für mich war das wirklich so ein, ich mache da nicht mit und ich mache das. Und ich habe mir zum Beispiel meine Schulnoten auch dadurch ein bisschen erkauft, indem ich damals dann über bestimmte Lehrer, die irgendwelche Schüleraustauschgeschichten hatte, Artikel angeboten habe. Gesagt habe, ich berichte darüber. Und dann hatte ich dann in Französisch nicht die 4-, sondern eher die 4+ oder die 3-. Also so habe ich mich da durchgemogelt von Anfang an. Ja, und deswegen, ja. Entschuldigung. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz in der Timeline zurückgehen und den Leuten mal ganz kurz anteasern, wer du bist und was du machst gerade jetzt zur Zeit. Die meisten Leute, nicht die meisten, aber viele Leute werden wissen, wer du bist. Also die Leute, die diesen Kanal jetzt gerade hier verfolgen, dadurch, dass ich auch zwei Talks schon mit dir gehabt habe auf eurer Plattform. Genau, du warst bei Fairtalk zweimal. Genau, ich war bei Fairtalk, auf Augenhöhe heißt es eine Format. Und After Dark. Ist After Dark, genau. Und ja, Jens, du bist der Moderator, du bist so quasi das Gesicht von Fairtalk, ja. Und hast dich auch zusammen natürlich auch erwähnenswert mit deinem Partner Alex und dem ganzen Team und so weiter. Ihr habt euch positioniert als quasi alternatives Medium, vor allem im Bereich so Talkshows, wie man sie eigentlich traditionell aus dem Fernsehen kennt, wo mehrere Gäste an einem Tisch sitzen, Themen werden vom Moderator vorgegeben und so weiter. Die findet man auf YouTube jetzt nicht wirklich alle Tage. Also muss man dazu sagen, dass ihr da schon auch eine gewisse Nische bedient, die wichtig ist, meiner Meinung nach. Und ihr macht das auch mit einem sehr, sehr hochwertigen Charakter. Ja. Also die Qualität stimmt, das Bild stimmt, danke. Der Ton stimmt, Moderation stimmt, Gästeauswahl ist meistens spannend und dementsprechend macht ihr da halt einen sehr, sehr guten Job. Und das ist auch vergleichbar mit den wahrscheinlich sehr viel teureren TV-Produktionen, die Menschen da draußen gewöhnt sind. Also dementsprechend erstmal Applaus für den Fairtalk. Dankeschön. Ja? So. Und wie wir jetzt auch schon gerade rausbekommen haben, Jens, kommst du eigentlich aus dem Journalismus. Ja. Ja, und dass du da so einen gewissen Rebellenspirit an den Tag gelegt hast und freidenkerisch unterwegs warst, das kann man auch raushören. Jetzt können wir ja mal kurz mal noch so ein bisschen in der Vergangenheit rumkramen. Gab es da so einschneidende Erlebnisse, wo du gesagt hast, ey, weißt du was, ich war jetzt hier in meiner Matrix gefangen
und habe so quasi alles geglaubt, was mir so erzählt wurde und so. Also so waren wir die meisten von uns, würde ich mal behaupten. Für mich war es der 11. September. Das war mein Aufwachmoment, wenn man das Aufwachen nennen will. Gab es für dich sowas auch? Ja, gab es. Aber das sind verschiedene Ebenen. Also ich war sehr lange noch in der Matrix unterwegs, obwohl ich in der Schule rebellisch war. Ja, also ich habe eigentlich durch einen Schicksalsschlag eines meiner Kinder eine chronische Erkrankung bekommen, bin ich durchgerüttelt, durchgeschüttelt worden und das war letztendlich mein persönlicher Moment des Aufwachens, obwohl ich diesen Begriff Aufwachen total doof finde. Weil das würde bedeuten, wenn ich sage, ich bin aufgewacht, würde das bedeuten, alle anderen schlafen. Das stimmt nicht, das klingt immer so oben drüber. Und Eckhart Tolle, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, irgendwie, wer behauptet, aufgewacht zu sein, soll mal 2 Wochen mit seinen Eltern verbringen. Also das so dieses, um zu sagen, also auch die Aufgewachten sind Menschen. Ja, und aber mir fällt da jetzt gerade kein anderer Begriff für ein. Aber es gab eben diesen Moment, der mein Leben komplett durcheinander gebracht hat. Und ich war bis zu diesem Zeitpunkt jemand, der in diesem System eigentlich nur ein Ziel hatte, erfolgreich zu werden, viel Geld zu verdienen. Ich habe die FDP gewählt, weil ich dachte, ich muss mein Vermögen schützen. Also ich habe auch daran geglaubt, dass wir in einer Demokratie leben. Natürlich habe ich mitbekommen, ich war ja Journalist, dass es hier den Skandal und da einen Skandal und ja, Skandale, damit bin ich groß geworden. Ja, wie wir alle letztendlich. Aber welches System am Ende dahinter steckt, das habe ich erst erfahren dürfen dadurch, dass ich angefangen habe, eigentlich durch diese Erkrankung meines Sohnes mir anzuschauen, was passiert eigentlich bei der Schulmedizin. Ich wollte damals nicht wahrhaben, dass mir ein Arzt gesagt hat, das ist chronisch, das geht nicht mehr weg. Wie soll das nicht? Also so dieses, wieso soll das nicht mehr weggehen? So, und habe mich auf die Suche gemacht und habe festgestellt, damals zum Beispiel in einem Krankenhaus, in dem wir waren, da war es dann so, dass irgendwie bei der Ernährung da solche Nutella-Gläser standen. Und ich dachte, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Was ist denn hier los? Also das, so, und es ist mir, da ich bis zu diesem Zeitpunkt nie, ja, ein Problem mit Gesundheit hatte, auch in meinem Umfeld nicht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so damit konfrontiert wurde. Ich bin jetzt in diesem Krankensystem, wie ein Freund von mir, Sven Böttcher, sagen würde, oder in diesem Gesundheitssystem, wie es andere nennen, bin ich drin. Ja, da bin ich in dieser Rotation bin ich eingebunden mit allem, was dazugehört. Und da habe ich für mich einfach dann erkannt, dass das stimmt doch eigentlich nahezu gar nichts. Ja, und dann habe ich irgendwann, dann ging das los, dass ich Daniele Ganser das erste Mal gesehen habe bei KenFM. Habe gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie so ein Historiker. Das finde ich spannend. Also der hat es auch in so einer schönen Art und Weise präsentiert. Dass ich gedacht habe, ja, dem höre ich einfach gerne zu. Wenn ich mich so an meinen Geschichtsunterricht erinnere, das war immer so dröge und langweilig. Und das passte dann plötzlich alles wie so ein Puzzle zusammen. Mhm. Ich dachte, es stimmt nur nicht in der Schulmedizin was, sondern es stimmt auch auf der politischen Ebene, bei den ganzen Geschichten, die man uns so erzählt, da stimmt einfach grundsätzlich was nicht. Und das war für mich letztendlich dieser, wenn man so will, übergeordnete Aufwach. Moment. Interessant, dass es auch noch Ganser war, weil du hast ja auch noch am Anfang hast du K-1 ja quasi nicht wirklich akzeptiert. Ne? Also im Gegenteil sogar, du dachtest, das ist irgendwie so ein gefährlicher Typ oder jemand, den man mit Abstand genießen sollte, weil du da Informationen zugesteckt bekommen hast, dass K-1 aka Ken Jebsen halt, ja, er ist halt so quasi mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Naja, was ich erstaunlich fand, war, dass ein Freund von mir, den ich kennengelernt hatte auf meinen Touren so durch Deutschland, ich habe auch Comedy gemacht, viele Jahre lang, mache ich auch heute übrigens noch, habe ich einen Straßenmusiker kennengelernt. Und der war immer interessanterweise genau an dem Ort, wo ich gerade auf Tour war. Also wenn ich in Dresden war, saß der in Dresden in der Fußgängerzone. Wenn ich in Rostock war, in Rostock. Wenn er in Erfurt. Und irgendwann habe ich den mal angesprochen, weil der geile Songs gemacht hat. Und ich gedacht habe, ey, das finde ich mega spannend und bin mit eben Journalist, ne? Ich möchte Menschen kennenlernen und so sind wir in Kontakt gekommen und wir haben uns angefreundet über die Jahre und irgendwann kam halt Michael mit einem Video von K-1, wie er heute jetzt heißt, ja, und hat mir das geschickt. Dann habe ich das gesehen, habe gedacht, hab bei Wikipedia geschaut, was ist denn jetzt mit Michael los? Also was schickt er mir da für einen rechten Spinner? Was soll das denn jetzt, ja? Und war völlig irritiert. Kannst du dich noch daran erinnern, worum es konkret in diesem Video ging? Nein, das weiß ich nicht mehr. Das war eines der ersten Gespräche von KenFM, die Michael damals entdeckt hatte und die er mir weiterleiten wollte. Okay. So. Ja, und da ich Michael als einen der friedliebendsten Menschen kennengelernt hatte, war das für mich
also das war ein Schock, wirklich ein Schock am Anfang. Ja. So, und da wir uns jetzt aber auch nicht täglich gesehen haben oder auch nicht täglich Kontakt hatten, sondern ja immer nur, wenn wir uns irgendwo auf Tour, wo auch immer, getroffen haben, habe ich das erstmal sacken lassen, habe gedacht, das so. Und dann habe ich irgendwann abends recherchiert und habe gedacht, ich muss mir das nochmal näher angucken, was das für ein Mensch ist. Und habe einen Vortrag gefunden, den Kayvan damals an einer Waldorfschule gehalten hat. Einen einstündigen Vortrag. Ich glaube, in Überlingen war das. Weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. Ungefähr welches Jahr? Oh, wann war das? Das muss gewesen sein. Ja, den Vortrag, wann er den gehalten hat, weiß ich nicht. Aber ich habe es entdeckt. Das muss gewesen sein, so 2015, 2016, irgendwann rum. Ja, und habe den angeschaut und dachte so, wow. Also A, wieso redet der an einer Waldorfschule? Wieso darf der da reden? Also meine Kinder gingen in Waldorf-Kindergarten zu dem Zeitpunkt und ich finde Rudolf Steiner grundsätzlich, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, dieses Körper, Geist, Seele, diese Idee, das alles zu betrachten, finde ich halt gut. Fand ich auch für meine Kinder gut, meine Frau auch. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Gedacht, aber wieso darf dieser Mensch in der Waldorfschule sprechen? Das gibt's doch nicht. Ich habe mir diesen Vortrag angeguckt und hab den meiner Frau gezeigt, hab gesagt, guck dir das mal an, das gibt's doch nicht. Alles, was der da ausspricht, ist etwas, was ich schon immer irgendwie gefühlt habe, dass was nicht stimmt. Ja, das ging natürlich auch einher mit dem, was ich da erlebt hatte in diesem schulmedizinischen System jetzt. Ja, und meine Frau sagte auch, ja, mega, also das ist spannend. Und so ging das eigentlich los, dass ich dann verstanden habe, was hier eigentlich passiert an Manipulation, eben auch auf den Plattformen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt für, ja, wie sagt man? Gefährlich. Humbug. Nein, also diesen Plattformen wie Wikipedia, wo ich gedacht hätte, das ist tatsächlich einfach faires Wissen, was da vermittelt wird. Ich dachte, du meintest Kayvans Plattform. Nein, nein, nein. Das ist ja das Gegenteil. Nein, nein. Obwohl, dann hatte ich ja recht. Manchen reißt es ja den Boden weg, ne? Ja. Also ich weiß, als ich mich mit bestimmten Sachen, ich war auch in der Blase, wahrscheinlich auch, weil ich dann Opfer geworden bin, auch Schulmedizin und Identität spielt bei mir eine große Rolle und am Anfang reißt es den Leuten ganz oft den Boden weg. Gerade wenn die sehen, so bestimmte Sachen in ihrer Entwicklung sind von diesen Sachen betroffen oder viele, was ich immer wieder sage, wollen nicht zurückschwimmen. Manche sehen dann ihren Vorteil, wollen sich damit nicht beschäftigen, dass das Gewissen nicht einsetzt. Manche sind aber auch sauer, dass sie wie ich dann 25 Jahre das Falsche gedacht haben und schwimmen immer weiter, anstatt den Weg zurückzuschwimmen. Ja. Aber lustig ist ja, dass viele Verhaltensweisen, so wie man auch zum Beispiel Links- und Rechtsradikale miteinander vergleichen kann, so kann man auch dann diese polaren Oppositionen jetzt gerade, die man zurzeit zum Beispiel hat, die kann man auch vom Verhalten her miteinander vergleichen. Mhm. Weil die Leute, die, also vor allem hier in Deutschland ist es halt so, ich komme jetzt gerade aus dem Ausland, da wird es einem einfach nochmal richtig krass bewusst, dass jeder irgendwie versucht, Verhaltenspolizei des anderen zu spielen. Ja? Mhm. So, also jeder möchte sich in das Leben des anderen einmischen und das ist ehrlich gesagt kein gängiges Ding global. Das ist schon hier sehr, sehr stark vertreten, muss ich dazu sagen, jetzt aus Erfahrung gesprochen. Und wenn man sich anguckt, dann ist der Maskenträger sich zum Beispiel dann in der U-Bahn über den aufregt, der keine Maske trägt und der, der keine Maske trägt, zu dem Maskenträger schaut und denkt, was ist das für ein Vollidiot? Naja, das ist ja, das hat ja Volker Pispers irgendwann mal so schön gesagt, wenn der Feind, wie heißt der bitte? Volker Pispers, dieser Kabarettist, der hat gesagt, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Ja. Und das erlebe ich hier halt auch ganz stark und da sind wir auch bei meinem Kernthema letztendlich, zu dem ich dann über die Jahre gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir mit irgendeiner Partei grundsätzlich weiterkommen und die Dinge verändern, sondern wir können uns nur verändern, wenn wir uns verändern. Ja. Und dann nehme ich mich genauso mit rein und bin eben immer auch jetzt, obwohl ich das jetzt schon ein paar Jahre mache, auf diesem Weg, der wahrscheinlich nie endet, zu mir selbst zu kommen und mir anzuschauen, was sind eigentlich meine Fehler, was sind meine Probleme, was sind meine Baustellen, weil ich einfach merke, dass das, was ich gelernt habe in diesem System, das zu verdrängen, zu unterdrücken, mit Kaufen zu kompensieren. Bei mir war es immer das Kaufen. Das war wirklich schon fast so eine Art Kaufsucht. Ich habe mir meine Realität schön gekauft. Me too. Ja, und hab dann aber irgendwann diese Leere. Du kaufst was und in dem Augenblick ist es ganz toll und dann gehst du aus dem Laden raus, legst es weg und denkst im nächsten Moment, sowas könntest du als nächstes haben. Ja, ich habe einfach festgestellt, dass diese, also diese Leere, die kannst du niemals füllen mit neuem Konsum, sondern du kannst einfach nur gucken, woher kommt überhaupt A, die Leere bei dir, also wieso ist sie da, und was fehlt dir eigentlich? Und was,
Genau, und eben nicht zu verdrängen über Kompensation, sondern sich die Dinge anzuschauen und zu gucken, was sind meine Schwachstellen, was sind meine persönlichen Probleme. Und diese Probleme da sein lassen zu dürfen, denen auch die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen, da durchzugehen, auch emotional da durchzugehen. Und das ist das, was ich für mich in den letzten Jahren praktiziere und wodurch ich das Gefühl habe, ich sage das immer, wobei mein Team lacht da schon, weil sie diesen Spruch nicht mehr hören können, wenn ich sage, ich bin nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, für mich macht es nur Sinn, bei mir zu gucken, wieso triggert mich etwas im Außen? Ja, welchen Anteil habe ich daran, dass es mich triggert? Weil wenn du mir jetzt sagen würdest, Jens, du bist ein arrogantes Arschloch, so, ja, dann kann mich das ja nur triggern mit dem Anteil, der ein arrogantes Arschloch in mir ist. Wenn ich davon überzeugt bin, kein arrogantes Arschloch zu sein, dann kannst du mir das noch 100 Mal an den Kopf werfen und dann werde ich niemals dadurch einen schlechten Tag haben. Darf ich kurz mal ergänzen? Ja, klar. Das Loch stopfen ja alle dann irgendwie mal mit Gewalt, mal mit Drogen. Du hast es genau gesagt, wir haben noch zu vieles Geld, mit dem wir das Loch gestopft haben. Scheiße gemacht, unsere Eltern blamiert und so. Und ganz wichtig auch, eine Frau Hoffmann oder so war, glaube ich, bei dir bei Nightlife. Ich habe den Namen vergessen. Und sie sagte dann auch, da ging es darum, genau um das Feindbild. Das musste ich recherchieren, was ich nachgedacht hatte. Das ging um das Feindbild, dass sich ganz viele Menschen jetzt einfach machen, von ihrem Loch abzulenken, von ihren Problemen, in denen sie da ein Feindbild erschaffen. Halt, sprich auch der Unmaskierte in der Bahn. Genau, du suchst dir letztendlich den Feind im Außen, um dich mit deinem eigenen Scheiß nicht auseinandersetzen zu müssen. Das ist dieses, was ich am Anfang dachte, durch meine neuen Erkenntnisse, die ich gewonnen hatte, auch über Schulmedizin. Ich habe halt auch sehr viel alternativ ausprobiert, mit wirklich riesengroßen Erfolgen, also für mich großen Erfolgen. Man kann es ja immer am Ende nur für sich sagen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich anfange, mein Problem im Außen zu suchen, ich nur in die Abwärtsspirale weitergehe. Genau. Ich kann natürlich sagen, ein Gesundheitsminister, egal wie er heißt, ist scheiße. Oder ich habe neulich ein Video gesehen, da standen hunderte Menschen bei einer Demo, da hat irgendwo Olaf Scholz gesprochen, ich weiß gar nicht, in Dortmund war es, glaube ich, zum Wahlkampfauftakt der nordrhein-westfälischen SPD. Und da ein paar hundert Menschen hinten gestanden und geschrien, Scholz muss weg, Scholz muss weg. Ja, und dann habe ich überlegt, das ist ja auf der einen Seite gut, dieser Protest, der ist ja auch wichtig, aber es ändert sich doch nichts, wenn die Menschen sich nicht ändern. Dann kommt nämlich nach Scholz, Müller, Meier, einen Johansen und es geht genauso weiter. Das sieht man doch beim Klabauterbach gerade. Mein Partner, kein Mensch regt sich mehr über den Jens auf, nicht dich. Nee, ja. Jens Spahn. Über den Spahn. Ja, kein Mensch regt sich mehr über den Spahn auf. Keiner redet mehr über den Spahn. Der Spahn hat nie existiert. Ja. Der Spahn ist jetzt riding into the sunset. Der sitzt jetzt auf seinem Brockback Mountain Horse und reitet irgendwo hin. Aber das juckt einfach keine Sau. Das ist unfassbar. Aber wo die Skandale rauskamen, da irgendwie mit Villa-Kauf, während alle anderen ihr Geld verlieren und so weiter, da war Jens Spahn ja das Feindbild quasi der Opposition. Genau. So. Jetzt ist Jens Spahn gar nicht mehr existent. Und was Bela schlagt ganz kurz noch ergänzen, Bela schlagt das Beispiel auch immer bei Industrie, das finde ich auch toll. Ihr braucht nicht jetzt hier das und das herzustellen, solange die Quelle, die es verteilt, korrupt ist oder kein gutes Spiel spielt, braucht man das Produkt auch nicht ändern. Und eine kleine Anekdote, um das hier mal lustig aufzulockern, was du sagtest, nur wenn es einen triggert, da kenne ich so eine Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind, ich nenne die Namen, irgendwann müssen die Geld zahlen, da ich die Namen nicht nenne. Und bei uns in Berlin ist so... Letztens gab es so eine Situation, da habe ich mir auch einen Talk quasi reingezogen, ja, über Zoom und so weiter, so eine quasi Konferenz vom Corona-Ausschuss. Nochmal schöne Grüße an Rainer. Da hat man auch gemerkt, dass Leute, die quasi nach außen hin eigentlich auf der alternativen Seite stehen, dass die dann aufgrund eines Ego-Problems, sage ich mal, eines menschlichen Kommunikationsproblems, dann auf einmal zu Feinden werden. Das ist nicht so schwarz-weiß aufzugliedern. Alternative gegen Mainstream und so weiter. Das ist einfach nicht der Fall. Dort war Dr. Stefan Lanker, dieser Molekularbiologe, der war dort zu Gast und wurde von Wodak
komplett angegriffen und das wurde richtig hässlich. Es war für mich gar nicht mehr schön anzuschauen, ja. Weil irgendwann mal vorher der Lanka erzählt hatte irgendwas, der hatte so einen kleinen Seitenhieb irgendwie verteilt in Richtung Wodak. Wodak hat den dann irgendwie so ein bisschen sprechen lassen und hat nur noch darauf gewartet, um ihn dann irgendwie nochmal kontern zu können. Das ging dann so, das hat dann schon so primitive Rap-Battle-Attitüde so angenommen, ja. Wo es dann, der Inhalt hat dann natürlich dann komplett darunter gelitten. Und im Nachhinein habe ich dann auch dem Rainer Füllmich dann auch mal einen Text geschickt und gesagt, dass der Dr. Stefan Lanka quasi nicht zu Wort gekommen ist und seine Theorien an und für sich, die interessant sind, man muss ja nicht zustimmen, aber sie sind interessant. Wichtiger Punkt, man muss nicht zustimmen, aber man darf es äußern und man muss es äußern dürfen in einem demokratischen... Ja. Ja, vor allem, wir reden jetzt gerade hier nicht über Hans-Peter von der Straße. Das ist ein Experte. Weil genau. Alle sagen ja immer, hör auf die Experten, damit meinen sie, hör auf meine Experten. Ja, es geht um diese Virustheorie wahrscheinlich. Ne? 100%, das war ja Corona-Ausschuss. Ja. Und wenn man das mal jetzt mal wirklich so wirklich sachlich betrachtet und sagt, hör auf die Experten, das ist immer was anderes, als wenn du sagst, hör auf meine Experten, weil das ist das, was die Leute eigentlich damit vermitteln wollen. Es geht nicht darum, um auf Experten zu hören, sondern die du quasi verifiziert hast. Und wenn ein Experte deinen grünen Haken nicht bekommen hat, dann darf er für alle anderen natürlich auch kein Experte mehr sein. Da, wenn du das mitbekommst, dass du mit so einem Menschen zu tun hast, dann ist die Diskussion an und für sich für mich schon quasi disqualifiziert, da verschwende ich meine Zeit nicht mehr. Mhm. Ja, so. Und deswegen habe ich auch Rainer Bescheid gesagt, es wäre gut, wenn dieses ganze Ego-Gedönse, was jetzt dazu geführt hat, dass Lanka quasi gar nicht sprechen konnte und Wodak da in seiner Machtposition quasi gesessen hat, weil er zum Corona-Ausschuss gehört hat und ihm da schön die Breitseite gegeben hat, dass das mal korrigiert wird und dass man dem Mann mal irgendwie eine Möglichkeit gibt, ohne diese Konstellation vielleicht nochmal zu kommen und dass er mal einfach mal reden darf, ja, dass die Leute ihm mal zuhören können. Und für die Leute, die sich nicht auskennen, also Stefan Lanka ist halt auch eine kontroverse Figur zwar, aber ist halt jemand, der vor allem in diesem ganzen Masernvirus-Prozess, da hat er natürlich eine Wichtigkeit gefunden, dadurch, dass er die Existenz des Masernvirus in Frage gestellt hat. Und da wurde auch ein gewisser Betrag wurde auf den Tisch gelegt. Von Lanka aus gab es die Möglichkeit, dass Leute seine Theorie widerlegen können auf wissenschaftliche Art und Weise und die könnten sich dann einen Batzen Geld abholen. Ich glaube 100.000 Euro oder irgend sowas waren das. Das war schon eine hohe Summe. Ja. Genau weiß ich das nicht. Derjenige, der dann quasi gewonnen hat vor Gericht, der dann gekommen ist und gesagt hat, ja, ich widerlege es. Er hat einfach irgendwie aus dem Internet einfach alles rauskopiert, was alle anderen gesagt haben und hat das dann irgendwie abgegeben und der Richter hat dann tatsächlich gesagt, ja, nehme ich an. Ja, funktioniert so nicht. Lanka, interessanterweise, ist vor den obersten Gerichtshof gezogen und hat diese Sache nochmal aufgerollt und hat gewonnen. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der quasi vor dem obersten Gerichtshof gewonnen hat in Bezug zur Existenz oder Nicht-Existenz des Masernvirus. Und unsere Kinder kriegen immer noch eine Spritze dafür. Und zwar wird es denen aufgezwungen. Also du darfst nicht in eine Kita rein und nichts. Wenn du keine Masernimpfung. Ohne Masernimpfung geht gar nichts. Mhm. Und wenn du solche Persönlichkeiten dort hast, jemanden, der auch noch aus einer Welt stammt quasi, wo er selbst isoliert hat, Viren etc. pp. Das ist ja sein Fachbereich. Weil die meisten anderen haben gar keinen Laborbezug. Die quatschen nur nach, was sie irgendwo rauskopiert haben. Aber der Typ saß direkt an der Quelle und hat selbst diese Experimente durchgeführt und hat dadurch einfach eine qualifizierte Daseinsberechtigung. Und man sollte ihm dann auch die Möglichkeit geben, dann auch zu sprechen in dem Augenblick, auch wenn es dann nicht unbedingt um Gerichtsprozesse geht. Trotzdem geht es ja um das Große und Ganze hier gerade. Hier geht es ja darum, irgendwie, dass die Menschheit in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Und wenn interessante Persönlichkeiten, die eine Qualifikation mitbringen, dann nicht sprechen können aufgrund von Ego-Problemen, dann haben wir ja verloren. Und das war halt das, was ich dort gesehen habe, weil nach außen hin würden wahrscheinlich Wodak und Lanka in einen Topf geworfen werden. Das sind ja die Verschwörungstheoretiker und diejenigen, die auf der alternativen Seite stehen und alles, was im Mainstream stattfindet, eigentlich normalerweise beneinen, so verneinen. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, es gibt keine Fraktionen. Diese Fraktionen, die nach außen hin propagiert werden, sind nichts anderes als Schubladen. Und innerhalb dieser Schublade, genauso wie beim Begriff Verschwörungstheoretiker, landet dann alles von A bis Z, so ein kunterbunter Haufen, der eigentlich miteinander nichts zu tun hat, so dass man den JFK-Mord mit Aliens und der Corona-Krise dann einfach in einer Schublade hat. So, jeder als Individuum für sich steht ja eigentlich für seine Meinung. Es gibt bestimmte Schnittmengen, es gibt Überschneidungen und es gibt auch gewisse Bereiche, wo man sich halt einfach uneinig ist. Ja. Und das ist halt das, was gegen das Prinzip des Schwarz-Weiß-Denkers geht. Da fühlt er sich dann in seinem Denken dann auf einmal dann angegriffen und kommt dann in eine Defensivhaltung. So.
Ja, das ist eine Sache, die geht mir voll auf den Sack. Ja, absolut, weil auch das triggert mich. Bin ich voll bei Belasch. Ja. Und ich finde auch, das Wahnsinnige ist, so man erkennt so auch viel, die das Marionetten haben. Ich gerade, der manchmal nicht so viel Ahnung von der Materie hat, aber ich denke so, okay, du bist der Gesundheitsminister. Das Wichtigste wäre doch mal, dass du schon mal gesund aussiehst. Ja, ja, ich meine, der Bruder säuft ja auch jeden Tag. Und wieder auch, ey, ganz ehrlich, ich schwöre beim Leben meiner Mutter, ich habe letztens einen Junkie gesehen, der sah genauso aus, nur im billigeren Anzug. Eine Sache nochmal ganz kurz zum Abschluss. Das ist auch eine Frage der Toleranz dann halt, ne? Also, wie du gesagt hast, Meinung aushalten zu können, das hört man ja immer wieder so. Warum soll man eine scheiß Meinung aushalten können? Das ist doch jetzt keine Folter. Es gibt einfach verschiedene Meinungen da draußen und es gibt eine Berechtigung dafür, sie aussprechen zu können. Und je qualifizierter ein Mensch in einem gewissen Fachbereich ist, desto mehr hast du dann als Individuum die Option zu sagen, dem höre ich jetzt eher zu. Aber das heißt nicht, dass derjenige, der keine Fachqualifikation hat, immer im Unrecht ist. Das ist auch absoluter Schwachsinn. Das sehen wir an der Schulmedizin heutzutage. Du gehst irgendwo hin, du hast einen Husten und der gibt dir Antibiotikum. So, dann ist der Typ jetzt in meinen Augen nicht qualifizierter als meine Tante, die mir dann irgendwie auf alttraditionelle Art... Ja, genau. Perfektes Beispiel. Ja. Das sind halt solche Sachen. Deswegen eine Frage der Toleranz, die stellt sich dann auch in dem Augenblick, wenn wir diese ganze Maskenthematik jetzt gerade so ein bisschen aufschlüsseln, wo wir dann einfach dann, wenn ich dann jetzt irgendwo zum Beispiel mal die letzten 2-3 Jahre angucke, wie viele Menschen aufgrund von Hungersnot und so weiter gestorben sind, weil irgendwelche Zulieferungsketten kaputt gemacht wurden durch diese Industrie, die uns ja eigentlich Gesundheit verkauft. Ja, das ist, also die Zahl ist ja viel höher als die Leute, die durch das Virus gestorben sind, aber egal, reden wir mal nicht darüber. Wenn man sich mal anguckt, dass Masken total kontrovers waren von Anfang an, die wurden sogar von denen, die sie uns aufgezwungen haben, am Anfang als unnötig und unnütz betitelt. Und jetzt kommst du dann, so wie ich jetzt gerade vor kurzem aus dem Ausland zurück, wo keine Sau eine Maske auf dem Kopf gehabt hat und da läuft auch alles. Und dann kommst du dann hierher und dann siehst du die Leute, wie sie dann quasi in der U-Bahn beim Arzt eine Maske tragen, aber dann, wenn es irgendwelche so Massenpartys gibt, wo sie übereinander schon sich gegenseitig vollsabbern und so weiter, da dann keine Maske tragen. Derselbe Typ, der auf der Party eng an allen anderen Leuten vorbeikuschelt, um sich irgendwie sein Bier zu holen, ist derjenige, der sich die FFP2-Maske in seine Fresse packt, wenn er gerade irgendwo vor dem Arzttermin steht, um dort reinkommen zu dürfen, hinterfragt nichts, macht das alles mit. Jetzt stehe ich so daneben und habe die Möglichkeit auch zu sagen, weißt du was, was für ein Vollidiot bist du? Aber mache ich ja auch nicht. Aber das ist ein guter Punkt, Belasch. Und das ist auch etwas, genau, du kannst das sagen. Ja, und ich finde das auch, um das nochmal wirklich ganz klar zu sagen, weil mir das wichtig ist, damit das nicht falsch rüberkommt. Es ist wichtig, Protest zu äußern. Und es ist auch wichtig, den laut und deutlich zu äußern. So, was ich nur eben sagen wollte, ist, es ist dann im nächsten Schritt wichtig, zu gucken, wie finde ich meinen Frieden wieder. Ja. Ja, und nicht im Protest zu bleiben, weil viele dann immer denken, ja super, sollen wir jetzt nicht mehr protestieren gehen? Doch, natürlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Protestieren, auch die Spaziergänge. Ich muss sagen, das war für mich etwas, das hat mir teilweise, also was ich da in Bildern gesehen habe, echt Gänsehaut gemacht, dass Menschen friedlich einfach still und stumm und in einer, aber das war eine schöne Form einfach von Protest, ja, wo ich sagen würde, so, naja, das ist jetzt wieder der Stempel, den man ihnen gegeben hat. Ich meine, ich bin damals auf den Demonstrationen in Berlin am 1.8. und am 29.8.2020 gewesen. Da wurde ja auch schon erzählt, das sind alles Nazis. Und ich meine, wir wissen, dass 99% keine Nazis waren. Es ist ja mittlerweile jeder irgendwie Nazi, der... Ich bin Antisemit. Was auch immer, es ist ja einfach krass, wie mit diesem Begriff um sich geschmissen wird. Ne? Ja, das ist wirklich hart. Ich finde es auch krass, dass die Leute sich gar nicht so richtig dagegen wehren. Ich meine, Nazi an und für sich, wenn man sich mal anguckt, wofür diese Ideologie und diese Zeitspanne in Deutschland und auch auf der ganzen Welt gestanden hat. Wie kannst du dir das gefallen lassen, dass dir jemand diese Keule überhaupt auf den Kopf hat? Die neue Hexenjagd. Also man sollte sich eigentlich zutiefst beleidigt fühlen, wenn man wirklich verstanden hat, was der Nationalsozialismus bedeutet hat und jemand kommt um die Ecke, weil du irgendwie keine Maske tragen willst und nennt dich dann einen Nazi. Ist so, als wenn du jemanden einen Vergewaltiger oder einen Kinderschänder oder sowas nennst, weil ich meine, die haben alles Mögliche an Gräueltaten begangen, wurde uns doch in der Geschichte die ganze Zeit erzählt. Ich meine, jeden Tag, wenn ich meinen Fernseher anmache, sehe ich ja irgend so eine Dokumentation über diese Zeit. Die scheint ja wichtig gewesen zu sein. Ja, aber nochmal, um da anzusetzen, was du eben sagtest mit den, also einmal, wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, finde ich wichtig, Protest ist wichtig, in welcher Form auch immer, solange er friedlich ist und dann aber eben, wie gesagt, bei sich selbst gucken, wie kommt man wieder ins Gleichgewicht und nicht in diesem Protest hängen bleiben, in diesem Kampf im Äußeren. Und dann ist die große Frage, das, was du eben gesagt hast, du siehst, habe ich gestern in der Bahn gehabt. Ich sitze im IC und neben mir sitzen 2 Kinder, die waren, wie alt waren sie? Ich würde mal sagen 6 und 8, beide voll mit FFP2-Maske, hatten auch noch eine Ja, genau, es macht dich sauer, die Eltern aber auch. Und jetzt ist die große Frage, wie
kriegst du die Eltern dazu, den Kindern vielleicht zu sagen, nehmt die Dinger doch einfach so lange ab, bis jemand kommt und wirklich kontrolliert? Oder also, wenn du jetzt sauer auf die Eltern einredest, und das habe ich teilweise in der ersten Zeit gemacht, weil es mich auch einfach fassungslos gemacht hat. Da habe ich immer gedacht, das gibt's doch nicht. Also wie hat Lisa Fitz so schön gesagt, Corona ist auch ein Intelligenztest. So, also wie kann man glauben, dass eine Staubschutzmaske gegen ein Virus wirkt und das auch noch den eigenen Kindern sozusagen die ganze Zeit, ohne das zu hinterfragen, ja, so sah es da zumindest aus, so die angepasste Corona-Familie, die im Zug sitzt. Aber bringt es etwas, sich darüber aufzuregen? Bringt es etwas, also das ist jetzt keine, das ist jetzt eine Frage, fast eine philosophische Frage. Ja, oder was, andersrum gefragt, würde etwas bringen, damit die ihre Meinung ändern? Und ich finde, daran sollten wir arbeiten und da sollten wir gucken, was wir da tun können. Und bei vielen Menschen ist es leider Gottes so, dass sie erst durch Schmerz lernen. Ja, stimmt, guter Punkt, stimmt, sehr guter Punkt. Stimmt. Das ist, weißt du, wie ich meine, wie als Kinder, wenn du auf die Herdplatte gefasst hast, fasst du nicht mehr drauf. Wenn du irgendwann, keine Ahnung, Mikroplastikpartikel in der Lunge hast, setzt du vielleicht keine Maske mehr auf, aber vielleicht erst dann. Und du wirst nicht jemand anders durch Aggression davon überzeugen, dass du recht hast. Im Gegenteil sogar, du schreckst ihn ab. Genau, da sind wir auch wieder beim 5%-Prinzip. Bei mir, was wir vorhin privat geredet, also immer privat, ja, aber vorne hinter der Kamera. Und genau das, das glaube ich, 85% dieser Leute, muss man da auch nochmal differenzieren. So ein paar sind zu blöd, Schafe sind es alle. Aber ein paar machen es für ihren Vorteil, haben es durchschaut. Ein paar sind nicht rebellisch genug und das muss man da auch voll unterteilen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde jetzt so zum Beispiel nicht so mit dieser Paar sind blöd und so Sachen, das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil die haben Angst. Es geht ja auch darum, dass du auch, guck mal, diese Maske und Corona und so weiter, das ist nicht dein Alltag. Also das ist nicht dein ganzes Leben und das ist nicht das, was dich voll und ganz als Mensch ausmacht. In den Sachen, wo Leute wie ich überzeugt davon bin, ein paar Sachen besser geschnallt zu haben, hat der aber andere Sachen besser geschnallt als ich. Du hast auch einen sehr ungesunden Lebensstil. Stimmt. Auf den anderen zu gucken und zu sagen, ey, du bist dumm, weil du einen ungesunden Lebensstil hast. Stimmt. Wer von euch ist der Idiot? Dann sind wir alle Idioten. Das ist aber ein guter Punkt. Dann sind wir alle Idioten, ja? Weil das ist halt so das Ding, was ich für mich jetzt einfach rausgefunden habe, wie ich mit dieser Situation schon lange umgehe, ist, dass ich einfach gucke, wie zum Beispiel jetzt, ich habe einen alten Opa gesehen zum Beispiel, der hatte eine FFP2-Maske am Stock, er sah wirklich wie 90 Jahre alt aus, also, und ist total in sich eingefallen, so, und ich dachte, der stirbt, ja, auf der Straße. Kein Spaß. Der saß einfach so an der Ecke und alle sind an ihm so vorbeigelaufen. Und ich hatte überlegt schon, ob ich mein Handy raushole und das fotografiere. Aber aus Respekt dem Mann gegenüber dachte ich mir, das ist ja so ekliges Gaffertum, ja. Das macht man nicht. So, aber es wäre ein Sinnbild einfach dafür gewesen, dass ein alter Mann, der so schon keine Luft bekommt, gerade total zerkrümmt und kurz vorm Tod, gerade mit der FFP2-Maske einfach sich gerade dort quasi so das Leben aus seinem Leib haucht. Es war ein Scheißbild, ehrlich gesagt, ja. Glaube ich dir. Und auf der anderen Seite, wenn du dir das so anguckst, denke ich mir dann in dem Augenblick dann, wenn die deutsche Regierung, die meiner Meinung nach eine sehr rückschrittliche Regierung ist, also die Engländer und die Schweden und keine Ahnung, jeder in unserem Umfeld, in unserem Umkreis quasi, hat ja alle diese Maßnahmen schon viel früher fallen gelassen als wir. Ja, wir haben immer noch teilweise eine Maskenpflicht, wo die anderen schon Halligalli gemacht haben vor langer, langer Zeit. Und wenn man sich das dann anguckt, dass sogar diese rückschrittliche Regierung irgendwann zurückgerudert ist und gesagt hat, wisst ihr was, wir haben Sommer und so weiter, ihr braucht diese Kackmaske jetzt nicht mehr aufzunehmen. Setzen und so. Und es immer noch Atzen gibt, und zwar ohne Ende, die einfach freiwillig mit dem Scheißding durch Rewe laufen. Ja, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht mehr aufgezwungen wird. Die machen es freiwillig. In dem Augenblick, wenn ich mir so angucke, dann hatte ich auch die Option zu überlegen, zu sagen, wie gehe ich jetzt mit so einer Person um? Also was denke ich über diese Person? Ja, für mich persönlich, mach doch, was du willst zum Teufel. Das ist dein Leben. Wenn du mit einer FFP2-Maske rumlaufen willst, obwohl der Lauterbach sogar sagt, du musst nicht mehr. Ja, dann solltest du dir echt Gedanken vielleicht um dein Leben machen. Ich wünsche mir wirklich, dass Gott dir weiterhilft, deinen Horizont so weit zu erweitern, dass du dir selber nicht mehr schadest, wenn es nicht mehr nötig ist. Aber ich werde nicht intervenieren und ich werde dich jetzt auch nicht missionieren und ich werde dich auch bestimmt nicht angreifen dafür. Sollte aber eine von euch Persönlichkeiten, Personen da draußen auf die Idee kommen, mich auf irgendeine blöde Art und Weise vollzulabern, weil ich keine Maske aufhabe, da kriegst du auf jeden Fall eine ganz andere Seite von mir zu spüren. Weil das ist diese Art von Toleranz, die ich gebe, dass ich sage, leb du mal dein Leben, du darfst, mach mal dein Ding, ich quatsch dir nicht dazwischen, ich finde das ist halt wirklich total indiskutabel und albern, aber es ist dein Leben, mach. Ja, vielleicht wirst du irgendwann lernen, vielleicht nicht, ist nicht mein Problem. Komm aber nicht auf die Idee, in meinen Tanzbereich zu treten, wie Patrick Swayze das damals bei Dirty Dancing gesagt hat. Weil wenn du in meinen Tanzbereich trittst, dann trete ich dir auf deine Füße. Dann hast du den Time. Das ist der einzige, wirklich, das ist der einzige Punkt, wo ich ekelhaft werde,
in Bezug auf dieses Thema auf meine Mitmenschen so. Sonst gar aber ich habe neulich, ich will noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mir also so klar geworden ist, auch in diesen vergangenen 2 Jahren. Ich war neulich in einem Supermarkt und ich muss euch recht geben, als ich hier eben reinkam und gesehen habe, was ihr euch so reingepfiffen hatte, habe ich gesagt, okay, wenn ich das 3 Wochen essen würde, wäre ich tot. So viel steht fest. Ja. Aber auch das ist ja eine Philosophie. Beim Ernährung kann man sich auch richtig drüber streiten, aber das Thema will ich gerade gar nicht aufmachen. Ja. Sondern ich mein Sesamring? Was denn? Mein Sesamring? Ja, ich weiß nicht, was das alles war. Mit dem Getränk noch dazu. Zu diesem Red Bull und ich weiß nicht was. Wie auch immer. Ich sage ja, ich kann es wieder nur sagen. Also nur Wodka. Mich wird es umbringen. So. Und, Wasser ist für Blumen. Ja, genau. Oder wie wäre das? Ich habe neulich mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich trinke ein stilles Wasser, da machen Fische Sex drin oder so. aber ich trinke nur stilles Wasser. Ja. Endlich so ein Bronco. Ja. Na, auf jeden Fall, ich war in einem Bio-Supermarkt. Und in diesem Bio-Supermarkt saß also eine Kassiererin mit ihrer FFP2-Maske. Und sonst niemand in diesem Supermarkt hatte noch eine FFP2-Maske auf. Und ich bin dann da durch, habe eingekauft, meine Sachen aufs Band gelegt, habe dann irgendwann in einem Moment dieser Gedanke, mein Gott, ist die blöd, warum trägt die denn noch Maske? Ja. Und habe sie dann aber angesprochen, habe gesagt, muss man hier noch Maske tragen? Und sie, nee, aber ich habe Angst. Und wisst ihr, das hat für Schöne mich Augen. Die Situation, dass sie so ehrlich war, ja. komplett verändert in ein, ich habe plötzlich empathisch Verständnis für diese Frau, ja. weil ich selber weiß, wie es ist, Angst zu haben. Ja. Ich bin nämlich, komme aus Verhältnissen, also beziehungsweise ich habe eine Kindheit gehabt, in der Angst, weil ich angstvoll auch großgezogen wurde, Angst eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, man darf nicht immer nur sagen, die sind blöd, nein. sondern Angst macht blöd. Ja. Angst macht einen taub. Und das hast du gut gesagt, Angst macht blöd. Ja. Und da ist wieder die große Frage, so inwieweit kennen wir den anderen eigentlich genug, um beurteilen zu können, warum er so reagiert, wie er reagiert. Genau gesagt. Ja. Und ich will noch mal was ergänzen. Angst, ganz kurz, falls du vom Thema abstreifen. Unbedingt. Jetzt auch zu dem Thema, ganz okay. kurz noch mal. Die Sache ist, die Angst selber an und für sich, die du gerade beschrieben hast, das ist auch noch mal wichtig, dass man auch so darüber nachdenkt. Angst hat nicht immer nur was mit Gesundheit zu tun. Es ist auch die Angst vor der Ausgrenzung bei vielen Leuten. Ich sehe das in deren Augen, dass sie die FFP2-Maske sich übers Gesicht ziehen und irgendwo reinmarschieren, einfach nur, weil sie nicht abgestoßen werden wollen oder vielleicht sogar schief angeschaut werden wollen. In dem Augenblick, wenn jemand auf diese Leute zukommt, die sowieso schon einen verängstigten Grundkomplex haben und sie dann auch noch mal fragt, entschuldigen Sie mal bitte, warum haben Sie denn keine Maske auf? Oder Nase, warum bedecken Sie denn Ihre Nase nicht? Das ist so der Augenblick, wo Leute, die nicht so konfrontationsgeil sind wie ich, ja, die kehren vollkommen in sich ein und dann kriegen sie sowieso eine Schockstarre wie so ein kleiner Vogel. Ich sehe das in den Augen der Menschen, weil ich genauso wie du schon seit der Kindheit immer die ganze Zeit Menschen beobachtet habe und mir vorgestellt habe, wie leben sie, wie sieht ihr Zuhause aus, immer analytisch. Ja. Mittlerweile sehe ich das in ihren Augen, sie haben keine Angst vor dem Virus, sie haben Angst vor den ganzen Umständen, die mit dem Sozialen zu tun haben, mit ihren Ausgrenzungen, der Ausgrenzung der Menschen, die Politik, wie könnte ich wirken, was könnte meine Mutter über mich denken, was könnte jetzt derjenige über mich denken, was könnte der über mich denken, was alle anderen Leute denken, ist viel, viel wichtiger, als was du denkst. Genau. Manchmal wirft es ihnen den ganzen Boden unter den Füßen weg. Genauso, weil sie sich ihr Leben lang nach ihrer Angst orientiert haben, dafür ganz viel Konsequenzen getragen haben, sich nur, wer weiß, sogar Sünden, kann man bei manchen sagen, genau, und dann das Zurückschwimmen. Und eben hatten wir ein interessantes Beispiel. Ich bin bestimmt kein Gutmensch oder irgendwas, ich bin Mensch. Der Belasch sagte, ja, die sind nicht dumm, die wissen vielleicht andere Sachen. In dem Moment habe ich sofort reflektieren können, das ist auch eine Stärke, das macht für sich besser, sowas zu machen, kommt man nämlich besser durchs Leben. Ich konnte genau in dem Moment sagen, stimmt Belasch, hast du recht, habe ich scheiße gequatscht. Die wissen vielleicht dann bei anderen Themen viel mehr. Und die Leute haben so tierische Angst, weil, und wenn die auch gerade so alt sind, das ist ja das große Dilemma. Das ist bei ganz vielen Sachen so, ja. Genau. Und das, ich glaube, das ist das auch, was ihr beide jetzt sagt, ein ganz wichtiger Punkt, dieses, ja, dass wir über den anderen letztendlich nicht genügend wissen. Und da hatten wir auch schon eingangs drüber gesprochen, so man trifft sich flüchtig, man sieht sich an der Supermarktkasse, man bewertet den anderen danach, ob er eine Maske trägt oder man kennt den Menschen dahinter nicht, man kennt seine Motivation dahinter nicht. Und wenn man in diesen Modus schaltet und bereit ist, sich dafür zu öffnen, geht man automatisch aus dieser Aggression raus. Und wenn man aus der Aggression rausgeht, kommt man auch nicht in diese blöde Abwärtsspirale rein, die einem alles versaut und nur noch schlimmer macht, sondern dann ist man
dann ist man in einem ganz guten Gleichgewicht. Und dann kommt man auch durch so eine Krise, die ja auch irgendwie einen Sinn hat. Also ich muss sagen, ganz vieles in den vergangenen 2 Jahren führt ja auch gerade dazu, dass Dinge an die Oberfläche kommen, ja, die man vorher so nicht sehen konnte. Also das Leid der Kinder. Ich meine, ihr habt Carsten Stahl hier mehrfach gehabt, ja. Das ist auch durch die Masken im übertragenen Sinne rücken Kinder jetzt immer mehr in den Fokus. Es gibt auch, sage ich mal, die ersten Studien darüber. Ich glaube nicht in Deutschland, ich habe es, glaube ich, gelesen in England oder so, was die Masken mit den Kindern gemacht haben. Das heißt, auch das ist ja etwas, was wir schon vor Corona wussten, dass wir eine sehr kinderfeindliche Gesellschaft sind. Und jetzt wird das irgendwie auch nochmal dadurch gezeigt. Und meine Hoffnung ist, dass dadurch auch mehr Menschen eben aufwachen, da haben wir wieder das schöne Wort, ja, und erkennen, was hier eigentlich wirklich los ist und dass jeder auch seinen Anteil aber einbringen muss und eben nicht sagen kann, ja super, ich mache jetzt weiterhin alle 4 Jahre oder 5 Jahre, ich weiß gar nicht, ein Kreuz und glaube, lass die da oben mal machen. Nee, so funktioniert es eben nicht. Es funktioniert nur, wenn jeder das einbringt, auch was er gut kann. Und dann müssen wir weg von diesen ganzen Bullshit-Jobs, von diesen Menschen, die irgendwie überhaupt gar keinen Sinn mehr hinter dem sehen, was sie da machen, hin zu einer Gesellschaft, wo man eigentlich schon in den Kindergärten und in den Schulen danach geht, was ist eigentlich dein Talent und nicht, wie hätte dich das System gerne. Und das ist auf jeden Fall einen Anfang gesetzt. Und das wird nicht in 2 Jahren, das wird nicht in 5 Jahren, ob ich es erleben werde, dass wir irgendwann mal in so einem System, wie ich mir das wünsche, vielleicht ist dann der Begriff System auch gar nicht mehr der richtige, wo die Menschen selbstbestimmt einfach morgens gerne aufstehen, das tun, was sie tun, einfach von Herzen gerne tun und davon auch leben können, ohne Angst haben zu müssen irgendwie, dass sie ihre Miete nicht bezahlen können. Das ist ja alles möglich. Aber das ist natürlich ein so tiefgreifender Wandel, da werden wir Zeit brauchen. Aber da, ich sehe eine Chance, dass ein Anfang jetzt gemacht wurde in so eine Richtung. Ich sehe auch die Chance, dass das nochmal richtig vor die Wand fährt und wir hier nochmal richtig tief in die Dystopie noch weiter rein in die was, rasseln. Bitte? In die Dystopie was reinrasseln. Das Gegenteil der Utopie. Das ist halt das wirklich Schreckensszenario. Also Utopie ist die Hoffnung oder dass das alles gut wird und die Dystopie ist das alles als worst case. Dritter Weltkrieg. Ja. Bumm aus sozusagen. Das ist Dystopie. Die Leute wollen ja auch immer den Schutz von dieser Angst und eine einfache Lösung. Ob es bei Kriegen ist, dass die Bösen, wir die Guten, genau, alles eine Welt. Oder du musst auf dich selber nicht achten, du kriegst einen Pieks. Oder wie früh die Kinder in den Kindergarten kommen. Der Staat probiert es zu übernehmen halt, genau. Und was du vorhin gesagt hast, die essen Nutella und wo das Palmfett drin ist und reden, dass das und das schädlich ist. Das hast du auch so. Ich wurde Opfer meiner selber, Opfer der Psychiatrie. Und in den Psychiatrien ist ein Wahnsinn, wie wenig über Bewegung, Ernährung, alleine Wasser, dass ein Mensch viel besser nachdenkt. Es ist erwiesen, die Depressionen gehen weg von Spurenelementen, von Vitaminen, genau, Bewegung. Mikronährstoffe. Alles nicht erzählt. Es wird nur alles über harte Dosis, über weiter dosieren. Und das Verrückte ist, auch da wechseln die Leute alle 10 Jahre immer ihre Meinung, ja. Und danach macht sich keiner gerade. Und was ich fürchte, ist eher worst case, weil auch wenn alles schwarz auf weiß kommt, wie ich immer wieder sage, bei Afghanistan jetzt in letzter Zeit ist, wird kein Aufschrei sein, weil dann ist wieder das nächste Thema und die Politiker machen sich auch einfach, die haben keine Konsequenz, die müssen keine Konsequenzen tragen. Jens, lass uns doch mal ganz kurz über die Sache reden, über die du nicht reden wolltest, aber was ja auch ganz interessant ist und das kann ja auch Leuten helfen und so weiter. Was sind denn deine Ansätze quasi, weil das ist ja auch ein Lösungsansatz jetzt, wenn es um Ernährung geht zum Beispiel. Du meintest ja zum Beispiel, du bist abgeschreckt davon, was du gesehen hast, was hier so... Ja, ein bisschen spaßig gesagt, aber ich sag mal so, für mich ist es wirklich schon eine Herausforderung, also vielleicht muss ich dazu ein bisschen ausholen, dass man das auch versteht. Mir ging es im Jahr 2012 selbst gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt. Ich hatte massive Magenprobleme. Das wird nicht besser und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Und dadurch, dass wir aber durch meinen Sohn halt auch alternative Heilmethoden ausprobiert haben in Bezug auf seine chronische Erkrankung, habe ich eben mit Heilpraktikern, Homöopathen, Geistheilern, also ganz viele Menschen, auch
tolle Menschen, auch Menschen, wo das nicht so gut funktioniert hat, aber auf jeden Fall viele kennengelernt, die ich dann eben auch angesprochen habe, habe gesagt, ich habe hier auch ein Problem und das sieht irgendwie, keine Ahnung, nicht gut aus. Und dann hat ein Bekannter, der Osteopath ist, zu mir gesagt, ja, pass auf, lass doch einfach mal Kuhmilch und Weizen weg. Und da habe ich gesagt, ja, sehr witzig, also Kuhmilch, Weizen, ich liebe Joghurt, Eis, ich trinke 3 Latte Macchiato am Tag, ich esse solche Weizencroissants den ganzen Tag gerne, das kann ich nicht weglassen. Er hat gesagt, er sagt, siehste. Genau, lass es doch einfach mal weg. Guck, lass es doch einfach mal weg. Und was soll ich sagen? Ich habe nie wieder ein Problem gehabt in dieser Hinsicht. Und dann kam die nächste Stufe, dass ich dann 2 Jahre später eine Diagnose bekam, Hashimoto. Hashimoto ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch, nee, nicht Hashimoto, sondern das heißt tatsächlich so Hashimoto, eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch als chronisch gilt, also als unheilbar. Und der Arzt hat mir damals gesagt, pass auf, Jens, hier, du nimmst jeden Tag Thyroxin, heißt das Medikament, und wir dosieren das über die Jahre hoch. Und dann habe ich in dem Moment angefangen und gedacht, irgendwie, mir war das total suspekt, dass nun auch ich plötzlich jeden Tag irgendeine Tablette nehmen sollte. Ja, und habe geguckt, was steckt hinter Schilddrüse. Hinter Schilddrüse steckt ganz stark psychosomatisch, die Dinge nicht auszusprechen, so wie sie sind. Also alles in mich reinzufressen. So, und habe also von dem Zeitpunkt angefangen, ja, klar zu sagen, was ich denke. Und auch meinen Mitmenschen klar. Da habe ich vielen vom Kopf gestoßen. Erzählt mir Belasch immer. Ja, die plötzlich gesagt haben, ey, was ist denn mit dem los? Was ist denn das plötzlich für ein, was ist das denn plötzlich für ein Arsch geworden? So, ja. Ich war immer so, früher haben sie immer gesagt, ich sehe aus wie der Junge von der Kinderschokolade. Also ich war immer so der Freundliche, der es für alle. Schon Money mag, ja, der es für alle gut gemacht hat und ich konnte Konflikte nicht ausstehen, ja, und so weiter. So, hab also dann irgendwie da angefangen, an mir zu arbeiten. Habe mir natürlich auch Hilfe geholt, muss ich sagen, habe jetzt nicht alleine geschafft. So. Und was soll ich sagen? Ich habe kein Hashimoto mehr. Ich habe bis heute, und das ist jetzt auch 8 Jahre ungefähr, nie eine Tablette Thyroxin genommen. Bei der letzten Untersuchung war der Hashimoto nicht mehr nachweisbar, obwohl er durch die Schulmedizin eigentlich als chronisch gilt. Und ich festgestellt habe, dass Ernährung, das war das eine, Bewegung, das zweite, toxische Verbindungen, Menschen, die mir nicht gut tun, aus meinem Leben zu entfernen. So. Oh, da müssen wir uns alle scheiden lassen. Scheiße. Ja, hau rein. Nee, aber das klingt so locker leicht daher. Das ist ein echt krasser Prozess, durch den ich da gegangen bin. Das ist wie abgekatert. Also werden wir jetzt hier beim Autodealer und Drogendealer, würde ich sagen, ich stecke beide unter einer Decke. Das weißt du nicht, weil ich kenne auch nicht jede deiner Sendung. Nee. Und das ist 1:1 wie bei mir. Es geht um Menschen, um Bewegung und das alles, das hast du schon gut erklärt. Ja. Und ich muss einfach sagen, auch wegen Jahrzehnten Milch-Junkie. Ja, selbst absolut. Zu meinen schlimmsten, allerschlimmsten Kokszeiten, jeden Abend 1 Liter Milch ja, mit Eiweiß, 1,5 Fett und dann die 3,5 Fett, ja, genau, für Pudding, Grießbrei und so weiter. Ich dachte, darauf habe ich mein Leben aufgebaut, Eis. Und seit einigen Monaten, also schon seit einem Jahr, B hatte immer genervt und ich dachte, ey, ich habe es nicht angenommen und dann habe ich es irgendwann probiert, jetzt seit einem halben Jahr ist es so, riesig, vielleicht 70% von meinem Teerstuhl sind weg und auch auf jeden Fall, es ist angenehm und das merke ich auch bei Alkohol, bei Drogen habe ich noch manchmal ein Problem, aber Alkohol neues kann Thema. Ich nicht. Bitte. Genau, also bei Alkohol ist so, ich habe genau Cut. Bei Alkohol ist so, ich trinke seit Jahren wirklich nicht mehr. Ich war früher, kann man echt sagen, Alkoholiker, Quartalalkoholiker. Und jetzt ist es so, ich setze den Alkohol an und merke, es ist so unangenehm. Hab bei der TV Straßen- und Weihnachtsfeier hart getrunken. Das verbrennt dann richtig. Und das habe ich jetzt auch bei Milch. Seit einiger Zeit, das hat mir auch das Eis verdorben. Ich merke sowas Säuriges, sowas Unnatürliches, dass mein Körper das gar nicht will. Und auf jeden Fall, es geht super auch auf die ganzen Organe. Also sprich auf bei mir auf den Stuhlgang. Ja, naja, und nicht nur das, also es ist einfach auch eine Form von Fitness, die ich habe und die ich halt aber selber, weil natürlich auch immer wieder der Schweinehund da ist, der sagt, ah, heute bewegst du dich mal nicht und heute machst du mal nicht. Ich meditiere zum Beispiel auch. Ja, ist für mich auch etwas, was für mich ganz wichtig geworden ist, in mich, mir diesen Raum zu nehmen, zu fühlen, zu spüren, was ist da los. Ja. Und meine Frau sagt immer so schön, und da hat sie recht, sie sagt immer, du kannst entweder die Arbeit davor machen, das ist dann eben Bewegung, ne, gute Ernährung, Meditation, all diese Dinge auf dich achten, oder du bekommst sie danach,
aber dann bist du passiv. Ja. Dann isst du die ganze Zeit Scheiß und dann kommen die ersten Wehwehchen und dann kommen die ersten Probleme. Dann schluckst du Tabletten, dann kommen die nächsten Wehwehchen. Ja. Du zahlst einen Preis dafür, sagt sie immer so schön. Der Preis ist entweder vorher aktiv oder hinterher passiv, weil du dann bestimmt wirst. Und ich muss sagen, ich versuche mein Leben so gut es geht aktiv zu führen. Das gelingt mir nicht immer. Aber es gelingt mir immer besser und immer öfter. Und mein eigener Erfolg, dass ich diese Schilddrüsengeschichte nicht mehr habe, ist so. Aber auch da nochmal ein Satz dazu. Auch das gilt wieder nicht für jeden. Das ist mein Rezept. Ja, so weil und das auch nochmal, das finde ich halt so wichtig. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen. Ja. Und jeder ist individuell in dem, was er braucht. Was er verträgt, was er nicht verträgt. Die Welt gibt so oft, wie es Menschen gibt, sagt mein Vater immer. Ja, sehr schöner Spruch. Und, es gibt nicht dieses eine Rezept für alle. Man kann sicher sagen, Sport ist gut. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich kann nicht joggen, weil mir dann sofort die Knie wehtun. Ich walke. Walken funktioniert super. Ich gehe in Hamburg jeden Tag 7,5 Kilometer um die Alster, mache ich jeden Morgen. So. Ich kenne Hamburg 10 Stunden über der Reeperbahn. Ich muss das unbedingt sagen, weil ich halt mich auch probiere, mich zurückzuhalten. Ich finde, dieses Land, weil ich weiß nicht, wo es wie anders ist, hat ganz, ganz viele kranke Traditionen. Ob es was Kindersexualität angeht, aber lass beim Thema bleiben. Alkohol, Schweinefleisch, das sind ganz wichtige Faktoren. Dann auch die versteckten Sachen, aber das sind ja auch so Traditionen. Das war bei mir so. Ich dachte auch immer, mein Vater geht nach keiner Religion, er isst kein Schwein. Es geht dir besser, wenn du kein Schwein isst oder du es vermeidest. Bei Alkohol ist es so. Ich möchte gar nicht bei Weizen, ist mir auch bewusst schon mittlerweile, aber dann mit den Traditionen zu brechen. Und ich bin überzeugt, jedem Mensch geht es besser, wenn er keinen Alkohol trinkt. Ja. Und das kann man auf alle übertragen. Und auch wenn aber, man mal, aber, wenn man aber auch beim Schwein, wisst ihr, wie viele Leute einfach so denken, so, das ist Teil meiner Kultur halt, ja. Ja. Aber das mit dem Alkohol, wenn du mal ein Bier trinkst, irgendwie einmal im Monat hart, oder so. Aber das ist ja, ich meine jetzt hart, das, dieses deutsche Korn. Gift Korn ist immer eine Frage der Dosis. Also auch wenn das jetzt als langweilig klingt, ich mag halt keinen Alkohol, habe ich nie gemocht. Aber ich würde dem Anlass entsprechend einmal im Jahr, wenn es denn so ist, mit einem Glas Wein anstoßen. Ich würde auch, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mit euch gleich einen Döner essen gehe, also Fleisch würde ich nicht essen, aber ich würde zumindest auch dann den Weizen-Döner essen. Ja, aber ich merke sofort. Ach, du bist Vegetarier oder Veganer? Ja, ich, also, nicht, auch da wieder Schublade. Ich esse kein Fleisch, ich esse keinen Fisch, ich esse keine Eier und keine Kuhmilch. Ich esse aber zum Beispiel Ziegenkäse, Schafskäse, einen Büffelmozzarella ab und zu. Ich mach's halt das, wo ich das Gefühl habe, das nährt mich und es tut mir gut. Aber das ist eben ganz individuell und das ist so. Fleisch habe ich super gern gegessen bis vor 12 Jahren und das gehörte aber zu meinem Prozess dazu, irgendwann einfach kein Fleisch mehr zu essen, von einem Moment auf den anderen. Meine Frau hatte damals Gulasch für mich gekocht, hat mir den Teller eingestellt, hat gesagt, Schatz, ich kann das nicht essen, obwohl ich Gulasch geliebt habe. Und es ging nicht mehr von einem Moment zum nächsten. Ich konnte, und ich habe davor viel Salami, das habe ich geliebt, Kochschinken, hier Döner natürlich auch und so. Ich habe seitdem nie wieder ein Stück Fleisch gegessen. Aus ethnischen Gründen, also weil die Tiere leid tun oder weil dein Körper dir leid tut? Ich würde sagen, jetzt heute, wenn ich so mitbekomme, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und die Tiertransporter neben mir sehe, da schießen mir fast mittlerweile die Tränen in die Augen. So sensibel reagiere ich da draus. Aber ich kann jetzt sagen, damals war das nicht der Anlass dafür. Das war so ein Moment, von oben, warum auch immer. Meine Frau dachte damals, ich habe irgendwie, bin krank oder ist ja meist so, wenn man was nicht mag, da kommen Magen-Darm-Virus oder irgendwas hoch. War es aber nicht. Es war einfach ein Gefühl von, ich kann das nicht mehr essen. Ich habe auch keine Reportage vorher gesehen über Massentierhaltung. Es war einfach da und von dem Augenblick habe ich das nie wieder gemacht. Nie wieder gemacht? Gegessen. Also du bist, nie wieder Fleisch gegessen. Seit 12 Jahren. 12 Jahre. Also aber auch mein Partner hat auch so einen Weg, aber der hat manchmal auch schon Fleisch gegessen. Letztens bei Hasi gegrillt. Nee, ich esse wieder Fleisch. Ja, genau. Oder zum Beispiel so. Aber du ziehst seit 12 Jahren durch. Ja. Wie ein abstinenter Drogensüchtiger. Ja, guck mal, aber ich zieh's nicht durch, sondern ich esse es einfach nicht, weil es mir A nicht fehlt. Also es ist keine, da ist keine Leistung mehr dahinter im Sinne von, ich muss mich zurückhalten. Trotzdem will ich jetzt wissen, seit 12 Jahren, weil du einen sehr ehrlichen Eindruck machst, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Nee, das habe ich schon dich bei McDonald's gesehen. Zeig ihm die Aufnahmen. Nein, du hast seit 12 Jahren kein Fleisch gegessen. Genau. Er meint lückenlos und durchgängig. Lückenlos und durchgängig. Krass. Ja. Also ich bin wieder zurück, muss ich sagen.
Ich bin wieder Allesfresser. Jetzt he's back, yes, he's back. Ja, aber das ist auch, nochmal, aber auch, ich kann auch, das Verrückte ist auch, ich kann mit jedem in jedem Steakhouse sitzen. Ich esse dann halt nur Beilagen, irgendwie Spinat und einen Salat dazu oder so. Ja. Interessanterweise ist es meist für die schwierig, mit mir irgendwo hinzugehen, weil sie dann sagen irgendwie, oh, was für Langweiler, ist kein Fleisch. Willst nicht doch mal, ach, und dann kommen diese Scherzen, dann mal so ein richtiges Steak wieder, ne, so für Männer, da muss so richtig mal wieder, hä, ich versteh's nicht, lass mich doch in Ruhe, das, was du eben mit den Masken erzählt hast. Ich esse kein Fleisch, ihr esst Fleisch. Ich respektiere, dass ihr sozusagen Fleisch esst. Ja. Ich kann euch einfach so lassen, lasst mich doch bitte auch so, dass ich keins esse. Wenn ich komme genau so zu Hasier-Grill. Hasier-Veganer. Hasier ist mega geil. Zu Hasier-Grill hat mein Bruder auf den richtigen Pfad wiedergebracht. Mashallah. Nee, gar nicht. Hasier ist mega geil. Das Hummus bei Hasier mit diesem Luftbrot ist Weltklasse, aber ich würde da halt kein Fleisch essen. Die Nazi-Veganer sind die andere Seite dann. Die stellen sich dann so an die Fleischtheke und sagen so, ihr Mörder. Oder ja, wer will das? Aber da sind wir wieder bei diesem andere beurteilen oder anderen die Schuld an etwas geben und dann aber selber irgendwie, keine Ahnung, mit einem alten Diesel durch die Gegend fahren, der irgendwie so die Umwelt komplett noch mehr verpestet. Entschuldigung. Ja? Du hast ja Kinder. Wie alt sind die? Und als du vegan warst, waren die schon so, dass die gegessen haben, was Papa auf den Tisch bringt? Wie bist du damit umgegangen? Deine Frau, bist du noch Vegetarier. Mit der Frau? Ja. Seid ja, sind's alle auch Vegetarier nicht alle, geworden? Alle Kinder oder? Sind nicht von einer Frau, aber mein großer Sohn wird jetzt 24 und mein mittlerer 14 und der kleine 9. Das ist ja bei den zwei Jüngeren interessant. Wie hast du deine neue Meinung, deine neue Einstellung mit denen geteilt? Musste ich gar nicht. Also mein Kleiner hat nie Fleisch mitbekommen, dass wir es gegessen haben. Dadurch hat er es auch selber nie gegessen. Wir haben aber selber immer gesagt, wenn er es probieren möchte bei Oma und Opa, wo auch immer, keine Ahnung, in der Schule, weil die da irgendein Grillfest machen, dann darf er das. Aber also wir haben da nie dogmatisch gesagt, weil wir es nicht, da sind wir wieder bei dem, auch Kinder, das ist ja schon wieder das Kind, ne, so wie so ein Gegenstand, das, nein, das ist ja ein Mensch. Und der darf selber auch entscheiden, was ihm gut tut. Natürlich in einem gewissen Alter, nur in einem gewissen Rahmen, ist schon klar. Wenn ein Neunjähriger jetzt anfängt, jeden Tag irgendwie sich Geld zu holen, um bei McDonald's da sich irgendwelche scheiß Burger zu holen, da würde ich auch sagen, nee, das natürlich nicht. Aber diese Grundsatzfrage, sie dürfen das essen und wenn sie irgendwann Fleisch essen, dann essen sie Fleisch. Und mein Mittlerer, der hat ja noch als ganz klein, der wie gesagt 14, bei mir ist ungefähr 12 Jahre her, so in der Anfangszeit, was da in diesen Breigläsern drin war von Hip, da war wahrscheinlich auch mal irgendwie Hühnchen oder sonst was drin, aber aktiv hat auch der nie Fleisch gegessen. Ich wollte noch sagen, ich finde die Industrie macht auf bestialische Weise, beeinflusst unsere Jüngsten so krass zu einem ungesunden Lifestyle. Ja, absolut. Ja, was mit Fleisch nichts zu tun hat, das Statement. Das ist generell. Nein, überhaupt nicht so. Na, geh mal einfach in den Supermarkt und ich behaupte, wenn es dem Bundesgesundheitsministerium darum gehen würde, dass wir gesund sind, müssten 80% der Dinge, die da stehen, verboten werden. Und zwar sofort. Alkohol, Nikotin. Nicht nur die Chipstüten, die Süßigkeiten, die ganzen, dieser ganze Gummifraß-Scheiß von, ich will jetzt keine Marken nennen. Da steht so viel, dieses ganze Dosenfutter, diese ganzen E-Stoffe, die da drin sind, was die da alles reinpumpen. Also ganz im Ernst, da muss man sich nicht wundern, dass immer mehr chronische Erkrankungen kommen und dass unsere Gesellschaft immer kränker wird, immer fetter wird, immer unaktiver wird, immer depressiver wird. Ja? Was man natürlich wunderbar dann wieder ja mit den Tabletten regulieren kann. Ja, ist ein geiler Kreislauf auf jeden Fall. Also alleine Zucker. Man braucht jetzt gar nicht so tief gehen hier mit sowas wie was er gesagt hat, das kennt ja kaum jemand. Aber allein Zucker, einfach Zucker. Naja, vor allem, was die meisten ja gar nicht wissen oder nicht bewusst haben, ist, dass wenn du ein Brötchen isst morgens, das wandelt sich ja im Körper in Zucker um. Richtig. Das heißt also, selbst wenn du da kein Nutella drauf schmierst, ist ein Weizenbrötchen am Ende Zucker. Zucker. Ja, ja, und wenn du halt morgens schon irgendwie dann dein Brötchen mit Zucker und nochmal Nutella obendrauf isst, bist du den ganzen Tag angefixt und willst mehr Zucker. Genau, du wirst ein Zuckerverbrenner. Du bist den ganzen Tag nur auf der Suche nach Zucker. Absolut. Das ist richtig. Ich war damals bei dir in der Sendung und habe da auch was dazu gesagt. Deswegen ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ich jetzt auch nochmal die Position erkläre für die Leute da draußen. Weil dieser Clip ist ja auch rumgegangen, wo ich auch meinte, zum Beispiel, seitdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, dass ich chronische Krankheiten verloren habe. So, ich hatte mit chronischer Bronchitis und Sinusitis und so weiter teilweise zu kämpfen. Und nachdem ich den Fleischkonsum
einfach komplett gecuttet habe, sind diese Sachen auch wirklich völlig verschwunden. Jetzt muss ich dazu sagen, hat das mit dem Industriefleisch zu tun gehabt, habe ich auch damals bei dir in der Sendung gesagt, das war halt so Lidl, Aldi und einfach irgendwie die Hühnerbrust nehmen, die da gerade rumliegt und so, völlig über nichts nachdenken quasi, ja. Mhm. Über Tiermehlfütterung oder auch Antibiotika vor allem Zugabe, innerhalb von, also in täglichen Abständen sich in Mikrodosen Antibiotikum ins Körper zu ballern könnte fürs Immunsystem problematisch werden. Aber das wusste man ja damals nicht. So, im Nachhinein habe ich das alles so ein bisschen rausgefunden und habe 8 Monate lang vegane Diät durchgezogen, habe danach 4 Jahre lang vegetarisch gelebt. Jetzt mittlerweile bin ich jetzt wieder zurück auf Allesfresser-Modus, also ja, auf einen sehr, sehr bedachten Allesfresser-Modus. Ja. Du wirst mich nie wieder da draus, nicht nie wieder, aber du wirst mich nicht in einem Dönerladen erwischen oder einen Hotdog fressen sehen oder eine Scheibe Wurst oder sowas. Das Einzige, was ich... Sondern bewusst. Sehr, sehr. Also wenn ich mir mal so, zum Beispiel, ich hole mir 1,5 Kilo Weidelamm. Ja, so, das ist dann so wirklich Gras gefüttert und wurde dann in der Natur quasi aufgezogen, ja, und unter besten Umständen, und dafür zahlt man auch das Geld. So, und wenn ich mir dafür 1,5 Kilo hole und mir das irgendwie klein portionieren lasse, esse ich so 1,5 Kilo zum Beispiel dann wahrscheinlich so über 3 bis 4 Wochen. So muss man sich das vorstellen. Und wenn es um Geflügel geht, wenn ich mir das mal gönne, dann gehe ich dann auch wirklich zu der Quelle Nummer 1. Dafür habe ich mir extra Ökotests irgendwie bezahlt, runtergeladen und geguckt und geschaut und so weiter. Dass es halt auch so Tiere sind, die halt auch frei und ohne Antibiotika-Zugabe, ohne dieses ganze Tiermehl und alles, was eklig ist und so weiter, darf da so gut wie es geht, auch wenn ich nicht zu 100% vertraue, ist es immer noch besser, auf der Richtung unterwegs zu sein, als in meinem alten Modus, mir irgendwie pro Abend so ein ganzes Hähnchen irgendwie reinzuballern, irgendwie, was ich von Lidl gekauft habe, und das halt auch permanent so, ja. Also ich war richtiger Panther. 3-mal am Tag irgendwie Fleisch war völlig normal, ja. So. Alle Belasch für alle. Das, aber heutzutage hat sich die Dosis so reduziert und die Qualität so gesteigert, aber das ist jetzt meine Ernährungsweise nach allen Selbstexperimenten, die ich durchgezogen habe, die meiner Verdauung am besten tut. Es sind so gewisse Gerichte einfach, mit denen ich irgendwie traditionell aufgewachsen bin, die mir irgendwie ganz gut tun, das merke ich auf jeden Fall. Vegetarische Ernährung ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gefährliche Ernährung. Mhm. Vegane Ernährung ist eine sehr, sehr gefährliche Ernährung. Wenn man nicht weiß, was man genau tut, dann kommt man in Teufelsküche. Also ich kenne wirklich Leute, die sagen, ich esse kein Fleisch und deswegen bin ich jetzt gesund und pfeife mir dann die ganze Zeit Brötchen mit Käse. Nein, ja? Natürlich Cola nicht. Cola mit Pommes. Nein. Das, so funktioniert es nicht. Das ist, wie gesagt, auch sehr individuell. Wieder bei jedem, was verträgst du nicht. Die einen vertragen irgendwie Mandelmilch besser als Hafermilch und Sojamilch. Das ist ja eine, wie gesagt, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und genauso wie du es machst, haben wir es letztendlich über die Jahre auch gemacht. Wir schließen das aus, bei dem wir das Gefühl haben, das tut uns nicht gut. Bei mir ist es so, dass wenn ich jetzt ein paar Tage am Stück unterwegs bin und eben nicht so die Ernährung bekomme, die ich jetzt zu Hause für mich so speziell auch zubereiten kann, dann ist es so, wenn ich jetzt hier am Hotel Frühstück diese Produkte, mal ein Weizenbrötchen oder so esse, wenn ich das einen Tag mache oder so, dann geht das noch. Wenn ich das aber 3-4 Tage am Stück mache, bei mir führt das dann zu depressiver Verstimmung, interessanterweise. Das habe ich nie in Zusammenhang gebracht, bis ich verstanden habe, genau das ist es. Wenn ich das wieder weglasse, also ich bewege mich dann an diesen Tagen weniger, wenn ich auf Reisen bin, ja, und ich esse schlecht und ich fühle es richtig, was es mit mir macht. Ja, und ich kann es dann auf, also wie mit dem Schnipsen wieder umstellen und diese Verstimmung ist wieder weg. Das ist total verrückt. Und glaub ich dir voll. Und das funktioniert und deswegen mache ich es auch, weil da sind wir wieder bei dem, du zahlst den Preis davor oder du zahlst ihn dann halt danach mit einer Phase, wo es dir einfach scheiße geht. Für mich persönlich hat ein gewisses Mittel irgendwie ganz gut getan. Nicht Mittel, sondern eine Prozedur. Und zwar, dass man in der Ernährung einfach einen sehr, sehr hohen Grünanteil hat. Mhm. Wenn man einen hohen Grünanteil hat mit Salaten und so weiter, am besten auch wirklich so gut wie es geht, unbehandelt. Ganz aber auch wichtig. Nicht abends essen. Salat abends essen führt wieder zu einer schwierigen Verdauung. Also es ist auch da, selbst da ist es so, gebe ich dir recht, aber auch da ausprobieren. Ausprobieren, also, ne, auf jeden Fall. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Ballaststoffe, je später die Tageszeit ist, desto komplizierter zur Verdauung. Aber insgesamt meine ich nicht nur Salate, sondern halt natürlich auch so dieses ganze gängige Zeug wie Gemüse. Da muss man halt gucken, was man verträgt, was man nicht verträgt. Brokkoli zum Beispiel, Karotten, Erbsen. Geheimwaffen, dieses ganze rote Zeug. Hilft auf jeden Fall sehr stark. Es gibt halt
sehr, sehr viel, was man machen kann, nicht nur Salat, sondern halt auch Kräuter. Also sowas Ingwer. Wie Ingwer auch zum Beispiel, ja, aber ich meinte jetzt so speziell grünes Zeug wie Rucola, Petersilie, ganz, ganz wichtig, aber auch Minze und so weiter, dass man diesen ganzen Kräuterhaushalt halt auch regelmäßig in den Körper irgendwie mit reinbringt. Ist das so wichtig, Belasch? Ja? Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Das hole ich mir mal nicht beim Gemüsemarkt. Ey, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich denke, das ist mal Luxus, so für den Geschmack. Ja, nee, das ist auf jeden Fall krass, sehr wichtig für die Ernährung. Krass. Und dass man gewisse Sachen einfach beachtet. Welche Ernährungslinie fahre ich? Welche Defizite habe ich davon? Die ketogene Diät zum Beispiel kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn man da die ganze Zeit nur Fleisch zu sich nimmt und ein bisschen Gemüse und so weiter. Wenn du jetzt irgendwie losgehst und kaufst aber von Lidl und Aldi und stopfst dich damit voll, dann hast du auf Dauer auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Die Leute, die halt zum Beispiel komplett fleischfrei leben und so weiter, die haben halt wahrscheinlich so eine Imbalance im Omega-Bereich. Also man muss halt echt gucken, was ist meine Ernährung? Welche Vorteile bringt meine Ernährung? Welche Nachteile bringt meine Ernährung? Und diese Nachteile, dann quasi, dass man das kompensiert, wenn man es nicht schafft aus der Natur, dann vielleicht sogar mit irgendwie natürlichen Supplementen. Aber wichtig, sehr, sehr wichtig ist, dass man so gut wie möglich unbehandelt zu sich nimmt. Natürlich zu sich nimmt. Weil dieses ganze Glyphosat da draußen, die Bespritzung durch Herbizide, Fungizide, Pestizide und so weiter. Seit den 50er Jahren haben wir gemerkt, dass die Krebswelle explodiert ist, ja, seit wir angefangen haben, unser Gemüse zu bespritzen. Da muss irgendwo ein Zusammenhang damit bestehen. Die Mineralien in der Erde alleine wurden so reduziert von, ich glaube, 60 auf 5. Genau, oder sowas, Selenmangel, ja, und solche Geschichten. Ganz krass. Und da ist halt, diese Bewegung ist nötig auf der Welt, dass die Leute sich mehr über solche Sachen unterhalten, ja, und auch darüber nachdenken, wie war es denn früher, wo die Leute alle irgendwie gesünder waren anscheinend vor ein paar Jahrzehnten. Was hat sich geändert? Warum sind die Leute heutzutage so krank? Und wenn wir diese Gespräche so ein bisschen mehr in den Gang bekommen, glaube ich, hat das sehr, sehr große Auswirkungen, nicht nur auf die Psyche, sondern physische, sondern wie du gesagt hast, auch auf die psychische Gesundheit ja, des Menschen. Das ist ein sehr unterrepräsentiertes Thema. Je mehr darüber geredet wird, desto besser eigentlich. Das stimmt, Belasch, und das stimmt. Und das würde ich vollkommen auch so teilen mit der Industrie. Ich habe letztens einen Bericht gesehen über Sirup, wie der gefälscht wurde. Sirup war Honig. Und was ganz wichtig ist halt auch, wir kleinen deutschen Kindern, meine Generation, ist halt, war auch ein bisschen am Anfang sauer. Wir dachten, das sind alles unsere Freunde. Herr Valentina, Cola, der rote Weihnachtsmann. Und du wächst ja richtig damit, ja, auf. Sie nehmen die Kinder und genau. Und das ist dann auch alles in den 80ern gerade, das weißt du, war. Da war Milchschnitte. Ja alles so, genau. Du weißt es. Ja, ja, du bist der liebe Milchschnittenjunge. Ja, ja, Kinderschokoladenjunge, genau. Ja, ja, aber es ist, und jetzt ist aber wieder auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sich dadurch aber auch nicht komplett die Lebensfreude versauen zu lassen. Ja. Da ist immer wieder, also nicht zu dogmatisch zu werden, ja, weil das ist nämlich auch eine Gefahr, die darin besteht, daraus wiederum eine so starke Religion zu machen, ja, dass man wieder das Leben vergisst. Ja, also das, es ist am Ende. Und das funktioniert aus meiner Sicht am besten eben über Achtsamkeit, über Meditation. Also wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, was brauche ich und was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wirklich mal auch Fragen zu stellen, also aktiv Fragen nach oben zu stellen, auch wenn das vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen spooky klingt, ja, nach dem Motto, ich habe eine Frage, du kriegst eine Antwort. Also du kriegst eine Antwort über einen Traum, über irgendjemanden, den du triffst, der dir irgendeine Information gibt, womit du nicht gerechnet hättest. Meditieren ist ja groß gefächert. Ich finde, Sport gehört als ja eigentlich auch schon Meditation. Ja, es gibt im Sport, das kommt aber wieder drauf an. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Sport dir die ganze Zeit was aufs Ohr gibst, ja, dann wäre es für mich schon wieder nicht so die Form der Meditation, die ich meine. Du brauchst, musikalisch. Ja. Also, ja, aber das ist auch nicht schlecht. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Ja. Aber die Meditation, die ich wirklich meine, ist in die Stille zu gehen. Ja. Also die meiste Kraft kommt bei mir aus der Stille. Wenn ich einfach mich irgendwo hinsetze und bewusst in den Moment reingehe und nichts anhabe, nichts höre, mit niemandem spreche und was dann danach passiert, das ist am Anfang wirklich Training, ne? Also das funktioniert im Moment, ich sag mal, ich habe mal angefangen, habe versucht mal 30 Sekunden nichts zu denken. Versucht das mal als Übung, 30 Sekunden nichts zu denken. Das man glaubt gar nicht, dass, wie schwierig das ist. Aber das geht irgendwann. Und irgendwann schaffst du es auf eine Minute. So, und bei mir ist das immer so zwischen 30 Sekunden und einer Minute, dass ich tatsächlich, egal wo ich bin, ob ich im Zug sitze oder ob ich irgendwo an der Alster sitze oder hier in Berlin in einem Park sitze, mir diesen Moment nehme. Mhm. Und der ist unfassbar kraftvoll. Ja. Und ich kann nicht sagen, warum das so ist. Da sind wir bei dieser Magie zwischen Himmel und Erde, die wir vielleicht, oder die Wissenschaft niemals wird erklären können. Aber
Aber das aus der, wir glauben ja immer, wir müssen uns ablenken. Wir müssen irgendwie die ganze Zeit dang, 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 hier Handy, da am Computer, hier einen Message, hier noch ein Video machen, da noch so. Nee, einfach mal nichts. Also da gibt's aber eine Frage, ich muss das jetzt wissen, weil B hat mir was Schlaues gesagt. Die waren Junge, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was war, der ist Atheist. Da sagte Belasch, doch, du glaubst ja auch an was, du glaubst, dass nichts ist. Und wenn ich an nichts denke, denke ich ja, dass ich an nichts denke. Na, ich meine mit nichts eben diese Stille, die dann entsteht. Und an was für Bilder hast du dann im Kopf? Also probierst du zu produzieren? Was meinst du mit nichts? Ich versuche einfach im Moment zu sein. Im Jetzt, in diesem Augenblick. Und das kann ich nur, wenn ich es bewusst mache, ohne mich durch irgendetwas abzulenken. Das würde jetzt zum Beispiel in einem Gespräch für mich nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Yogameister gibt, die das auch jetzt könnten. Also wüsste ich nicht, wie ich das machen sollte. Aber wenn ich diese Kraft brauche, die ich dann bekomme, funktioniert das ganz gut mittlerweile, aber nach jahrelangem Training. Also ich habe ein Buch dazu gelesen von Erlin Kagge, heißt der, das norwegischer Forscher. Das Buch heißt auch Stille, kann ich sehr empfehlen. Ist ein kleines Büchlein, aber wirklich also super toll geschrieben. Der ist überall gewesen auf der Welt, wo es still war. Der war in der Arktis und der ist da nicht irgendwie mit dem Hubschrauber gelandet, sondern ist da zu Fuß hingelaufen. Also wirklich so dieses Abenteurer, Reinhold Messner-mäßige. So. Und der hat über die Stille geschrieben. Und das, was er festgestellt hat, kann ich für mich auch bestätigen. Aus der Stille entsteht Kreativität. Und zwar ganz massiv. Wenn ich an einem Punkt bin, wo ich irgendwie was abliefern muss, keine Ahnung, ich schreibe gerade zum Beispiel an einem Buch und ich komme nicht weiter, dann bringt es mir überhaupt nichts weiter zu schreiben, sondern eben genau in diese Stille zu gehen und abzuwarten und zu gucken, so, was kommt jetzt als nächstes? Und wenn ich das eine Zeit lang mache, setze ich mich wieder hin und es kommt genau das, was ich brauche. Nochmal, das mag für viele wie Zauberei klingen und ich kann nur sagen, bei mir ist das so. Und erinnert ihr euch, das finde ich, ist ein ganz schöner Moment gewesen. Es hat ein Gespräch gegeben von Florian Homm, der war ja hier auch bei euch, war auch mega. Und der war aber auch bei Kayvan, bei Ken damals, bei Ken FM. Und da gibt es diesen Moment, wo Kayvan und Florian sich einfach nur angucken. Ich glaube, über 30 Sekunden oder länger. Und es passiert nichts. Sie gucken sich einfach nur an. Und dieser Moment ist so magisch in diesem Interview. Das kannst du mit Worten nicht ausdrücken, was da passiert ist. Also ich bin ein großer Fan bei all dem, was hier Spaß macht, immer auch irgendwie Trouble. Und ich bin auch jemand, der gerne unterwegs ist und reist und so. Mittlerweile mir meinen Ort zu suchen, an dem ich still sein darf, wo niemand ist, wo nur ich sein darf und ich bin gerne dann mit mir alleine und gehe daraus gestärkt hervor. Sehr schön, ja. Ich glaube, eine Sache kann man auch nochmal in den Raum werfen. Ich habe letztens den Joe Rogan Podcast mit Sadhguru geguckt und das war nicht das erste Mal auch, dass ich mich mit sowas beschäftigt habe. Der hat einige Thesen bestärkt, von denen ich Fan bin und einiges hat man Neues dazugelernt. Ich glaube wirklich, das, was er so betont, ist sehr, sehr wichtig und zwar, dass die Menschen die Connection zum Boden verloren haben. Ja. Ich glaube, das war auch eine Sache. Die Erdung. Also, die Erdung ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel heutzutage alleine Schuhe trägt und eigentlich auf Steinkonstrukten läuft quasi, die über dem Boden sind. Heißt, wir haben eigentlich gar keine Connection zum Boden. Also wenn du wirklich barfuß mit der Natur selbst irgendwie verbunden wirst und dann noch berücksichtigst dadurch, dass du zum Beispiel über deine Hände, über dein Gesicht und so weiter auch eine Vitamin-D-Zufuhr der Sonne und so weiter, dass es halt nötig ist für den Körper. Aber ich glaube, der Boden selber an und für sich, wir haben eine Sache, haben wir getan und haben ein komplettes Ungleichgewicht in den kompletten Komplex reingebracht, indem dass wir den Boden zerstört haben. Mhm. In dem Augenblick, dass wir den Boden zerstört haben, dadurch, dass wir den Boden übersät haben mit irgendwelchen Asphalt und Straßen und keine Ahnung was, und dass wir den Boden zerstört haben in Bezug auf die Nährstoffe, die da drin sind, die dann den Keim dann wachsen lassen, zu dem machen lassen, zu dem, was wir dann wieder zu uns nehmen, schon wieder. Alleine ein einziger Faktor, die Zerstörung des Bodens, hat die Zerstörung der Menschheit eigentlich mit sich gebracht. Und ich glaube, dass du solche essentiellen philosophischen Geschichten und so weiter, dass die auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Je mehr man da reinguckt und reindickt, wird man das merken. Menschen haben auch immer auf dem Boden normalerweise gesessen, haben auch gegessen und so weiter. Das hatte sehr, sehr viele Vorteile, zum Beispiel alleine für die Struktur des Knochenbaus und so weiter. Gerade sitzen, Knie stretchen und keine Ahnung was. Zum Beispiel auch Gebetsgeschichten und so weiter sind auch dafür, haben auch zum Beispiel nicht nur einen religiösen Vorteil, sondern wenn du religiös bist und du sagen wir mal, du betest jetzt fünfmal am Tag, alleine die Position
Positionen, die du beim Beten einnimmst zum Beispiel, sind ja auch dann schon wieder, Grüße an den Bruder Kayvan, der hat das auch erzählt, aber nicht der Kayvan, ein anderer Kayvan, dass man da halt auch dann sehr starke Connection zum Beispiel auch zu buddhistischen und Yoga und so weiter, dass man da halt Connections dann auf einmal findet, die dann tatsächlich wahr sind. Ja, wenn du so, also ich könnte jetzt so gewisse Positionen zeigen, die aus dem Yoga eigentlich normalerweise sind, das sind die genau dieselben, die die Moslems und die Christen benutzen, um zu Gott zu beten. So. Ja. Ich glaube, da ist eine große Interconnection innerhalb der Zivilisation und auch der Menschen, die immer mehr und mehr, glaube ich, als verlorenes Wissen, was früher Standard war, zurückkommen müssen in unserem jetzigen Komplex. Siehst du, und deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass ich hier heute eingeladen bin, weil das sehe ich zum Beispiel auch bei Fair Talk. Wir machen auch jetzt neben den politischen Themen, die wir machen, eben immer wieder auch genau diese Themen. Ja, also wir haben jetzt demnächst eine Sendung, die wir aufzeichnen werden. Wir machen das zum ersten Mal auch mit Publikum Anfang Juli in Düsseldorf. Weil wir auch gesagt haben, wir wollen uns weiterentwickeln, ja, und finden es einfach spannend, jetzt auch mal die Menschen, die das sehen, auch kennenzulernen, ja, und da geht's in dieser Sendung über das Thema Leben und Tod. Also was ist eigentlich der Tod? Also eine philosophische Betrachtung des Todes. Und wir haben unter anderem eben Menschen da, die Nahtoderfahrungen erlebt haben. Wir haben einen Wissenschaftler da, der sich damit auseinandergesetzt hat. Weil wir bei Fair Talk eben sehen, wir sind ja am Anfang gestartet und haben gesagt, wir wollen den Diskurs fördern. Wir wollen letztendlich beide Seiten an einen Tisch bringen. Das ist uns mal ganz gut gelungen, aber im Überwiegenden hat halt die andere Seite, die wir so gerne gehabt hätten, immer abgesagt. Sie hat immer gekniffen, hat gesagt, wir kommen nicht. Also wie oft haben wir Herrn Lauterbach eingeladen? Wie oft haben wir Herrn Drosten eingeladen? Und das meinen wir so. Also um das mal ganz klar zu sagen, da sind wir auch genau wieder bei dem, ein Journalist lädt beide ein und gibt beiden die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und jetzt erstmal, Sophie, jetzt erstmal unvoreingenommen so, ja. Und es hätte uns ja gereicht, wenn der einen Vertreter vom Vertreter vom Vertreter geschickt hätte, hat er aber auch nicht gemacht. Und wir haben einfach festgestellt, okay, was können wir jetzt machen? Wir können natürlich uns immer wieder in unserer eigenen Blase weiter bewegen, ja. Und das ist auch wichtig, also definitiv, weil da sind einfach tolle Persönlichkeiten auch mittlerweile jetzt über, ich habe jetzt gerade ein Interview bei euch hier mit auch Ernst Wolf gesehen, auch großartiger Mensch. Ja, Top-Mann, also auch mega Gespräch gewesen. Ja, da klebt man wirklich auch an seinen Lippen. Unfassbar, was der alles weiß. Ja. Und wo man sich auch denkt, warum sitzt der nicht bei Markus Lanz? Da gehört er eigentlich auch hin, würde man jetzt so meinen. Aber er hat oder auch eben, nicht. Ja, oder auch nicht. Aber er, so, das, da sind wir jetzt wieder bei dem, schön, dass es die alternativen Medien gibt und dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber was ich halt sagen will, ist, dass neben dem Diskurs, den wir fördern wollen, wir eben auch das Themenspektrum erweitern wollen, um genau über solche Themen, die natürlich triggern, das wissen wir auch. Ernährung ist ein Triggerthema. Da sind ganz viele, die sagen irgendwie, ey, willst du mir sagen, wie ich, nein, will ich überhaupt gar nicht. Ich will dir nur ein Angebot machen und dir zeigen, wie es bei mir gelaufen ist und vielleicht profitierst du davon oder nicht. Oder eben das Thema, wie geht's nach dem Tod weiter? Ist da was? Für mich ist da was, sage ich. Gibt's ein Leben vorm Tod? Ja. Und was mir eben noch mal einfiel, was ich unbedingt sagen wollte, ist, dass bei der ganzen Technik, die der Mensch, immer mehr Technik kommt und fliegen können wir schon, vielleicht auch bald ewig leben, wer weiß. Wir entfernen uns immer mehr von Gott, lass mal Gott aus dem Spiel. Aber wirklich das, was dem Menschen gut tut, das ist immer noch vielen gar nicht bewusst. Der weiß dann halt, wie er 10 Apps und 1 Million Pornos in einer Sekunde runterladen kann. Aber was dem Menschen wirklich gut tut, wissen die wenigsten. Ja. Und da müssen wir wieder hin. Dieses Wissen, dieses Was kommt danach und gibt es möglich und nicht als Hinweis auf, ach ja, wenn ich noch ein Leben danach habe, muss ich in diesem Leben nicht leben. Ganz im Gegenteil, sondern einfach dieses Leben als das zu sehen, was es ist. Eine große Spielwiese auch, um Erfahrungen zu sammeln. Also was wäre das Leben ohne die Erfahrungen? Und Erfahrungen sind mal gut und mal schlecht. Beides gehört dazu. Wir leben in der Polarität. So, und wie geht das dann danach weiter? Gibt es da möglicherweise eine Perspektive? Und wenn ja, wie sieht die eigentlich aus? Und das, finde ich, müsste in unserer Gesellschaft, weil eins ist doch klar, aus meiner Sicht haben die meisten Menschen nicht Angst vom Tod, sondern Angst vor ungelebtem Leben. Und je mehr Menschen ihr Leben nicht leben, umso mehr kann das System, was wir haben, mit diesen Menschen auch machen, was sie wollen. Weil wenn sie dann sagen, tragt Masken, macht das, damit ihr nicht sterbt, sagen alle, okay, ja Gott, ich lebe ja mein Leben nicht. Aber irgendwann dann, wenn ich mal Rentner bin, dann fahre ich mit einem Vespa-Roller, keine Ahnung, durch Italien oder sonst irgendwas. Nee, mach's doch jetzt. Also geh doch jetzt sozusagen hin und mach es.
Ja, und der Zahnrad, also Hamsterrad. Genau, es ist immer so diese Aufschieberitis nach dem Motto später, später, später. Und dadurch kommt man immer mehr in Panik, je älter man wird, die Dinge nicht zu tun, die man eigentlich tun wollte. So. Guter Punkt, richtig gesagt. Ja, und das, wie heißt denn die Sendung? Was denn? Die du jetzt vorhast. Na, die Sendung heißt Leben oder Tod. Also wie geht's weiter? Nach wie dem, heißt so, ja? Nein, den genauen Titel haben wir noch gar nicht. Also es geht eben um diese Nahtoderfahrungen und was man daraus lernen kann und um den Wissenschaftler, der halt mit vielen Nahtoderfahrenen seine Studien gemacht hat, um da mal zu gucken, gibt's da möglicherweise eine Wissenschaft, von der wir einfach nur nichts wissen? Mhm. Und mit den Titeln ist es bei uns immer tatsächlich so, das passiert immer ganz spontan, übrigens auch meistens aus dieser Stille heraus. Also wir haben manchmal am Tag der Aufzeichnung noch nicht den Titel, sondern erst eine Stunde vorher. Und hier unser Alex wird dann immer ein bisschen so, wir brauchen jetzt aber mal einen Titel, was ich dann auch verstehen kann. Und dann kommt er aber auch, der Titel. Und dann passt er auch, der Titel. Also von daher, ich könnte dir jetzt einen Titel ausdenken, der aber wahrscheinlich in 4 Wochen, wenn wir das machen, oder ich glaube, wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, sind es noch 2 Wochen bis Anfang Juli. Ganz anders ist. Ich habe aber auch ganz kurz, weil du dich ja hast, wer hat sich mit, Herr Homm hat sich mit Kevan angeguckt. Ich habe das ganz oft, dass du so bestimmt was siehst und dann auch eine Silhouette, ist ganz schwer zu erklären. Genau. Und Nahtoderfahrungen sind verrückt, sehr interessant. Ja. Also zum Abschluss können wir auch nochmal so ein bisschen auf eure Sendung natürlich eingehen, wo natürlich die Empfehlung da ist, die Leute, die dich jetzt gerade hier quasi beobachten und die das noch nicht gekannt haben. Ich denke, die sehen da auf jeden Fall sehr interessanten und sympathischen Kerl. Danke. Deswegen geht mal auf Fairtalk und checkt das Ding mal auf jeden Fall ab. Aber gebe ich gerne zurück. Wie alt bist du? Du bist keine Frau, die darf ich das fragen. Also ich bin Mitte 70, nein. 51. 51? Ja. Ja, gut gehalten auf jeden Fall. Ja? Danke. Applaus für den Jens auf jeden Fall. Ja. Das muss man schon sagen, das muss man schon mal schaffen. Ja. 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 Nee, du hast jetzt sehr, sehr viele Folgen. Danke. Ja? Ja. Du hast sehr, sehr viele Folgen jetzt gerade den Leuten da draußen bereitgestellt, zusammen mit deinem Team. Was sind denn so die Folgen, kann man da irgendwas sagen, wo du sagst, ey, das ist mir jetzt so besonders im Kopf hängen geblieben. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Ken FM, Ken Jebsen, K1-Folge, dass die Folge war, die mich auf euch aufmerksam gemacht hat und die dann kurze Zeit später aus dem Internet genommen wurde, sehr, sehr ärgerlicherweise, also aus dem Mainstream, aus YouTube. Ja, ja. Die hatte irgendwie knapp schon 600.000 Klicks oder so und dann ist sie irgendwann gelöscht worden. Und dann haben wir aber interveniert, dann war sie wieder da und dann ist sie eigenartigerweise nach einem halben Jahr wieder gelöscht worden. Also sehr eigenartig gelaufen. Habt ihr die Sendung mitbekommen, die bei Markus Lanz gelöscht wurde? Nee. Vor einigen Tagen, da ging es halt um diese Zuschüsse von großen Konzernen wie McDonald's und Starbucks von Corona, dass die doppelt abgegriffen haben. War ganz lustig. Und da hat der eine im Kopf und Kragen gedreht. Auf einmal war die Sendung weg. Ja, Gratulation dafür auf jeden Fall. Ja, also wenn man sich jetzt mal das ganze Spektrum anguckt, du hast ja auch schon sehr, sehr viele sehr interessante Gäste an deinem Tisch begrüßen dürfen, mal in einem Einzelgespräch wie bei Fairtalk, mal in so einer Runde und so weiter. Wenn du dir das jetzt so alles so vors Auge führst, quasi vor dein geistiges Auge, gibt es da bestimmte Höhepunkte oder kannst du das nicht sagen? Schwer zu sagen, weil wirklich, also es ist, ich habe immer das Gefühl, dass, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dieses Projekt Fairtalk ist so ein Projekt, was irgendwie so wie vom Himmel gefallen ist und plötzlich funktioniert hat. Und die Leute, die zu uns kommen, und so wie das übrigens mit den Themen ist, ist das ganz oft auch mit den Gästen, dass manchmal irgendwie 3 Tage vor einer Sendung von 4 Gästen 3 abgesagt haben und trotzdem dann zur Aufzeichnung 4 Gäste da sitzen. Es hat sich halt einmal gedreht. Wir versuchen das einfach intuitiv zu machen. Und durch dieses Intuitive entstehen einfach unglaublich schöne Momente. Da jetzt einen rauszupicken, bei, ich weiß nicht, 120 Sendungen insgesamt, wie viel wir bisher gemacht haben, vielleicht sogar sind es ein paar mehr. Nee, kann ich ehrlich gesagt gerade nicht. Nein, weil das auch so, das wäre wirklich schwierig zu sagen, weil mich alles, was da an diesem Tisch passiert, weitestgehend auch berührt, weil die Menschen, die da sitzen, so wie ja auch mit dir bei After Dark, da oder wie hier auch gesprochen wird, einfach diese Ehrlichkeit zu spüren ist. Man macht sich nichts vor, man redet irgendwie nicht, keine Ahnung, sich größer als man ist oder man erzählt keine Scheiße, frei, man ist frei. Sondern man ist bereit, sich auch verletzlich zu zeigen und sich dadurch auch authentisch zu zeigen. Und es hat natürlich Momente gegeben, auch gerade wenn wir jetzt neben den, ich nenne es jetzt mal so
altbekannten Gesichtern dieser alternativen Szene auch mal eine Mutter da haben, die eine Tochter hat, die gemobbt wird in der Schule, die erzählt, ja, wo man dann wirklich in dem Augenblick erstmal überhaupt fühlen kann, was das für Eltern bedeutet, wenn sie ein Kind haben, das über so eine seelische Qual, also dieses Leiden, ja. Natürlich gibt es, da gibt es hunderte Momente. Und ja, vielleicht wäre das mal gerade irgendwie eine gute Idee zu sagen, wir machen irgendwann mal zum Jahresende so ein Format, wo wir die Momente des Jahres zusammenstellen und das einfach mal so auf sich wirken lassen, weil da ist, ja, da ist wirklich, da gibt es ganz viel zu entdecken über diese Verletzlichkeit der Menschen, die sich dort wahrhaftig zeigen. Du liebst alle deine Babys. Das war jetzt fast eine diplomatische Antwort. Ja, ne? So mehr oder weniger, aber die war trotzdem nachvollziehbar. Aber wann hast du das letzte Mal Rap-Show geguckt? Nein? Memo Rap-Check? Rap-Check? Sagt dir das was? Nein. Sagt dir nichts? Nein. Ich habe jetzt einmal eine ernste Frage. Nein, ich meine es jetzt im Ernst. Ja, ich auch. Das ist eine ernste Frage. So, ja. Das ist so, klär mich auf. Deutschrap. Ja. Damit hast du wahrscheinlich gar nichts zu tun. Nein. Nee. Aber ich finde es. Also, das war meine Frage, Belasch. Ich wollte den lieben Jens fragen, ob er überhaupt mit Hip-Hop irgendeine Verbindung hat. Ich finde es mega spannend, dass diese Welten dann zusammenkommen. Ist lustig, ne? Nein, das ist nicht nur lustig. Das ist genau das, was, also weshalb ich das liebe, was ich mache. Im Sinne von, weil das einfach genau das ist, wo ich das Gefühl habe, das ist authentisch und das fehlt an allen Ecken und Kanten. Und das meine ich nicht auf mich bezogen, sondern das, also das meine ich auf alle bezogen, die so wie ihr mit eurem Projekt, wir mit unserem Projekt und jeder, der sein Projekt hat, da an den Start geht und bereit ist, aus diesem Showfucking auszusteigen. Wir sind ja Wölfe, weil die Wölfe sind die einzigen, die nicht in der Zirkusarena sind. Wir lassen uns nicht dressieren. Ja. Du hast wahrscheinlich den Bushido-Prozess nicht verfolgt. Es gab eine Dokumentation darüber. Hast du das geguckt? Ja. Auf Netflix? Das hast du gesehen. Also, okay, so viel. Also, meine Frau hat das angeschaut. Ich bin immer wieder dazugekommen und ab und zu auch mal zu. Das ist eine andere Schwäche von mir. Ich stehe überhaupt nicht auf irgendwie, keine Ahnung, Fernsehen, Serien. Also, ich selber, ich, keine Ahnung, das, ja. Nee, wir haben auch übrigens also keinen Fernseher zu Hause. Obwohl das jetzt ja Internet ist, schon klar. Aber wir haben seit, weiß ich nicht, 15 Jahren gibt's bei uns keine Kiste mehr, in die man irgendwie reinschauen kann, wenn überhaupt streamen wir es über einen Computer. Und zahlt trotzdem GEZ. Was? Ja, natürlich. Ja, was heißt natürlich ironisch, ja. Man hat es mit einer Person zu tun, die so gar nicht aus dieser ganzen Deutschrap-Landschaft kommt, sich damit überhaupt nicht beschäftigt, 0% Bescheid weiß. Da ist natürlich dann das Bushido-Thema, was ein sehr, sehr mainstreamiges, fast schon Popkultur. Ja. Das kann man so als Ausnahme vielleicht dann nehmen. Das ist dann tatsächlich sogar zu Leuten wie dir durchgedrungen. Ja. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie mittlerweile sich auch so Grenzen quasi so ein bisschen gelöst haben. Wer hätte jetzt, sage ich mal, vor 15 Jahren oder so gedacht, dass du irgendwie als Jens Lehrig, sage ich mal, der Journalist und so weiter, dass du jetzt vor jemandem sitzt oder jemand, der aussieht, jetzt, okay, jetzt gerade sehe ich jetzt nicht aus wie ein Terrorist, ich sehe jetzt auch mehr aus wie ein Baguette-Verkäufer, aber es hat andere Gründe. Ich finde, du siehst heute sehr cool aus. Dankeschön. Auffallend cool. Dankeschön. Ja. Also was willst du trinken? Ja, die Grenzen verschwimmen und wir haben auch viele Leute an diesen Tisch hier eingeladen, die zum Beispiel überhaupt nichts mit Hip-Hop und mit Urban und so weiter zu tun haben. Und wir werden eingeladen zu Formaten wie deinem Format und so weiter. Das ist halt das, wo ich mal gucken wollte, ob du überhaupt irgendeine Verbindung zu diesem ganzen Urban-Zeugs hast oder nicht. Und das ist anscheinend nicht der Fall so. Aber das heißt, keine Frage, ob du mal Verbindung mit Rap oder so hattest. Nee, aber wenn sozusagen ich das, auch da bin ich völlig so frei im Sinne von, wenn du mir jetzt irgendwie ein paar Songs schicken würdest, die mich berühren, die ich geil finde, würde ich die geil finden und sagen, dann würde ich das auch sagen, dass ich sie geil finde. Ich kenne sie wahrscheinlich einfach nicht, weil ich bin groß geworden, das muss ich sagen, mit Udo Jürgens und ABBA. Ja, davon bin ich geprägt und zwar massivst. Ja, was aber nicht heißt, dass ich nicht für, oder ich höre gerne Klaviermusik von Ludovico Einaudi. Finde ich großartig. War auch übrigens in Berlin hier im Konzert, habe ihn erlebt und es war ein faszinierendes Konzert. Ich schicke dir mal ein paar Sachen von meinem Jugendjungen. Nee, aber mach das wirklich, weil das meine ich auch ohne Scheiß. Ich höre mir das an und also ich kann mir vorstellen, dass mich auch berührt im Sinne von, weil ich euch schätze. Also ich zum Beispiel mache seit über 20 Jahren Musik. Ich mache manchmal echt nur meine Atzen zu entertainen, da bin ich auch der gleiche. Ich habe aber auch oft schon mal was gemacht,
was auch gegen die Wand gefahren ist, in dem Sinne von, dass man sich da was verbaut hat, weil ich das gesagt habe, weil ich gesehen habe. Er ist aber da Meister dafür, dass er oft auch so gewisses, ja, so diesen gewissen Vibe auch rüber in seine Texte bringt, schon seit längerem. Also ich habe gar nicht von der Musik geredet eigentlich, muss ich dazu sagen. Also ich meinte jetzt wirklich einfach so die in Anführungsstrichen Szene. Nee, diese, also da bin ich, da bin ich komplett raus und ich, genau. Nochmal, da gehe ich auch rein intuitiv vor, dass ich heute hier bei euch sitze. Wahrscheinlich hätte ich vor 15 Jahren also in der gleichen Situation möglicherweise hier noch nicht gesessen, weil ich noch viel zu viele Vorurteile gehabt hätte. Ich bin mittlerweile, was das angeht, vorurteilsfrei, also nicht ganz, also nicht jetzt euch gegenüber ganz, aber so grundsätzlich jetzt zu sagen, ich habe nie irgendwelche Vorurteile, das stellt mich auch wieder in so ein Licht, was einfach nicht stimmt. Man hat immer irgendwie schon so, alleine nur, wenn im Reflex irgendein Gedanke hochkommt, dann ist das ja schon letztendlich das Vorteil. Aber das ist für mich kein Grund zu sagen, da gehe ich nicht hin und guck mir das da vor Ort an. Und das ist auch nochmal was, was ich so krass finde. Man muss doch auch nicht alles, was jeder Einzelne macht, mit dem man sich irgendwann mal zusammengesetzt hat, gut oder geil finden. Ihr habt wahrscheinlich Sachen dabei, könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir euer Gesamtwerk anschaue, die ich total scheiße finde. So wie ihr, wenn ihr euch meine Sachen anschauen würdet, die ich so im Mainstream gemacht habe, würdet ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Alter, das geht ja gar nicht. Und trotzdem sitzen wir hier an einem Tisch. Und können, wie ich finde, und sinnvoll, ich weiß nicht wie lang, aber anderthalb Stunden oder wie lang ist das jetzt, absolut, miteinander unterhalten. Das ist unsere Philosophie, dass wir kein Canceln, ja, und dass wir, B sagt immer, ab dem Moment, wo wir nicht mehr reden, sondern Waffe aufeinander halten, dann ist vorbei. Ja. Also Austausch ist ganz wichtig. Zwei Tipps, nur wenn du zu Hause bist, Langeweile, gib dir von Onkel B, gute Musik ist zeitlos, Wargames, von mir, unsichtbare Mauern. Okay. Und wenn deine Frau nicht dabei ist, gib dir... Den ganzen Rest. Den ganzen. Ja. Da waren wir nochmal, um diesen Bogen zu kriegen, weil du eben auch gesagt hast, was andere denken, das wird auch mir immer egaler, wenn ich das Gefühl habe, dass an dem Ort, wo ich bin, sich das richtig anfühlt. Ob das morgen auch noch so ist, weiß ich nicht. Ja. Aber im Moment ist es gerade so. Deswegen, wenn jetzt irgendwie Leute schreiben, irgendwie was für ein Idiot, würde ich sagen, triggert mich nicht, weil... So ist halt, ich meine, ich sag's halt. Ich finde ja am besten immer die, die dann auch noch anonym schreiben und dann da ihren ganzen Rotz loslassen. Also fast alle. Ja, ich habe mittlerweile so eine Mentalität, der könnte mich verletzen oder der, die mag ich persönlich. Bei Internet, wenn du wie ich schon nackt durch den Bezirk gelaufen bist, mit Sturmmaske, Badelatschen und einen roten Punkt am Kopf hattest, ist dir alles egal. Und wie gesagt, oder jetzt selbst du, aber das will nicht kommen, also selbst du bist noch nicht so nah, aber wirklich nur bei Leuten, die man liebt, kann Verletzung kommen. Ja, ich habe das jetzt so extra so ein bisschen in eine gewisse Richtung halt natürlich auch gelenkt, so, weil es auch natürlich, ey, Fans sind wie Krankheiten, man kann sie sich nicht aussuchen. Jetzt könnt ihr euch alle aufregen. Das ist so ein geiler Spruch, Bruder. Das Ding ist so, ist so geil. Ich habe es ja bei Ernst Wolf gesehen. Ernst Wolf hat, der hat den Talk, den er hier gehabt hat, auf seinen eigenen Kanal hochgeladen und da kamen schon so die Kommentare. Ja, Herr Wolf, langsam müssen Sie aber aufpassen, mit welchen Leuten Sie sich umgeben und so. Ja, aber das ist so dieses, da sind wir wieder bei diesem Punkt, nicht bei sich selbst zu schauen, sondern im Außen irgendwas zu entdecken, was einem nicht gefällt. Und da denke ich, gründet doch euren eigenen Kanal, macht doch selber was. Und also so soll man sich davon in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, bei Joe Rogan habe ich mal gehört, ob das stimmt, habe ich nie überprüft, aber der soll mal gesagt haben, dass er noch nie in seinem Leben irgendeinen Kommentar gelesen hat oder dass Kommentare komplett von ihm ferngehalten werden. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man tun kann, sowohl im Positiven, wo man zu sehr gelobt wird, als auch im Negativen, wo man zu sehr runtergezogen wird. Einfach das machen, was so aus dem Herzen kommt und dann ist es richtig. Also Meinung ist wie ein Arsch, also, wie ein Hartein. So ist es. Aber das mit den Fans, der Bettspruch des Tages. Ja, Herr Lierich, das war uns ein Blumenpflücken auf jeden Fall. Ebenso. Ja, gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden möchten an die Fanbase da draußen? Was gibt es an... Möglichkeiten in Kontakt zu treten, zu konsumieren, wahrscheinlich das gängige Social Media Zeug. Ja, natürlich haben auch wir T-Shirts, Kaffeetassen und freuen uns über jede Form von Unterstützung, weil das auch einfach wichtig ist, dass über die Unterstützung das Projekt nur möglich ist, wird bei euch genauso sein, weil wir alle müssen am Ende irgendwie mieten und auch ein paar Honorare und sonst was bezahlen. Ohne die geht's einfach nicht, sonst kommen wir nämlich nicht mehr in den Supermarkt rein. Also, und im schlimmsten Fall kommt der Lehrich dann sogar einen Käfig, wenn die Rechnung einfach nicht bezahlt wird. Also supportet den Pferd. Talk, checkt das Zeug ab, ihr seid auch auf Patreon, ne?
Wir sind überall. Jetzt frag mich nicht im Detail, wo wir überall sind. Auch Sie sind einfach überall. Wir sind einfach überall. Ich kann mal was zum Fairtalk sagen. Gerade ich hier, ja, die Atzen, genau, die man sich nicht aussuchen kann, wie Krankheiten. Nee, so einer bin ich ja auch. Und nein, Spaß, ich habe den Fairtalk jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist auch so wieder, dass jeder sich reinziehen kann, muss nicht dauernd googeln, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Danke. Fall. Respekt yes. an eure ganze Crew für eure Arbeit, die ihr geleistet habt. Schönen ja, ich denke, das ist wichtig, Alex. Das mal zu sagen, ja, genau. Da viele Leute daran beteiligt. Respekt an dich, Respekt ja, an mich. Respekt Aber alle. Letzte Frage, kennst du irgendeinen Rap-Song? Egal welchen. Nein, wisst ihr? Irgendeinen kennst du, was? Es ist alles an ihm vorbeigegangen, Boogie. Nein, ey, manche sind so Fragen. Meine Mutter kennt keinen. Kennst du Tupac? Nee. Ey, das gibt so Leute, B. Das ist gar nicht so strange. Ja. Sag mal einen Rap-Song, den du kennst. Du meinst es aber nicht Fantastische Vier? Ja, doch, zum Beispiel. Ja, guck mal, aber da sehe ich ja dein Gesicht. Da ist der Tourbus abgebrannt und das war gut so. Brennt den Tourbus ab. Ich glaube, der macht jetzt irgendwelche Luca-Apps oder so, ne, habe ich gehört. Ja. Echt? Egal, anderes Thema. Der Schmudo. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Das verstehst du jetzt gerade nicht. Aber das ist, klingt nach einem Schlusswort. Das ist auf jeden Fall super Fantastische Vier-Scheiße. So. Aber ich schicke dir ein paar Links. Ja, kannst du nochmal nachholen. Ja, wie gesagt, befeuert mich mit Links. Und es ist Fieber. Es ist Fieber. Nein, Corona kommt schon wieder. Ich arbeite mich da mal rein. Alles klar. So, danke. Dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin ja auch Sänger. Und mir war egal, was der Wettermann sagte. Es war so herrlich mit Lerich. Und B, einfach Granate. Ich kann nur singen bei den Bullen. Digga, auch nicht. 100 Pro, jetzt hat das Mikrofon auch noch herpes.